Ich erteile nunmehr den Abgeordneten Muchitsch. Guten Tag und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei einer Sondersitzung des Nationalrats zu jenem Thema, das die innenpolitische Debatte hier in Österreich in den letzten Wochen bestimmt hat wie kein anderes, der sogenannten Arbeitszeitflexibilisierung. Ganz kurz zum Hintergrund der heutigen Sitzung. Die Regierungsparteien, also ÖVP und FPÖ, wollen ja bekanntlich eine Maximalarbeitszeit von 12 Stunden täglich und 60 Stunden wöchentlich ermöglichen. Die Opposition hat das scharf kritisiert, aber nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern auch in Bezug darauf, wie dieses Gesetz zustande gekommen ist. Von einem Eilverfahren und Umgehung des Parlaments war da die Rede. Inzwischen hat die Regierung auch schon Präzisierungen angekündigt, vor allem was die Freiwilligkeit der 11. und 12. Stunde angeht. Die Kritik reißt aber dennoch nicht ab. Worum geht es konkret heute? Die SPÖ sieht im Vorhaben der Regierung nicht weniger als Lohnraub, Freizeitraub und Gesundheitsraub und hat deshalb diese Sondersitzung beantragt. 31 Fragen stellen die Sozialdemokraten in einer dringlichen Anfrage unter dem Titel 12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche. In wessen Auftrag, Herr Bundeskanzler? An Sebastian Kurz, nur der wird heute zumindest zu Beginn der Sitzung nicht anwesend sein. Er reist direkt vom EU-Gipfel aus Brüssel an und wird dem Vernehmen nach erst gegen 16.30 Uhr hier im Parlament eintreffen. Bis dahin wird er von Kanzleramtsminister Gernot Blümel vertreten. Genau dieser Umstand hat heute Mittag bereits für einen hissigen Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition gesorgt. Von Verhöhnung und Missachtung des Parlaments hat da zum Beispiel SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder gesprochen. Und in den Augen von Nicolas Scherak von den NEOS nimmt der Kanzler das Parlament schlichtweg nicht ernst. Man darf also in den nächsten 2 bis 3 Stunden auf eine spannende Diskussion hier im Parlament gefasst sein. Und wir schalten uns jetzt live ins Geschehen. Am Wort ist der Antragsteller Josef Muchitsch von der SPÖ. Dem, was Sie uns hier am 14. Juni als Initiativantrag vorgelegt haben. Ich bedauere sehr, dass der Herr Bundeskanzler erst später kommt. Und ich weiß, seinen Aufruf auch richtig zu werten, wenn er sagt, zu diesem Thema hätte er gern mehr Sachlichkeit. Und wenn uns das heute allen hier wahrscheinlich sehr schwer fallen wird, den bestehenden Initiativantrag zu diskutieren, die Abänderungen mitzudiskutieren. Vielleicht gelingt es doch, dass wir unsere Kampfrhetorik beiseite legen, dass wir unsere Positionen klarlegen und wir unnötige und störende Zwischenrufe unterlassen. Ich möchte nun aus unserer Sicht ganz klar hier auflisten und begründen, wo wir unsere Probleme sehen. Die ÖVP und FPÖ argumentiert, dass es den 12-Stunden-Tag schon gibt. Richtig, es gibt diese Beispiele bei der ÖBB, bei der ASFINAG, im Spital- und Pflegewesen, es gibt es im öffentlichen Dienst. Es gibt es aber auch in den anderen Branchen, im Tourismus, am Bau, in der Metallbranche, aber immer mit dem Unterschied zu dem Antrag der FPÖ und ÖVP mit Zustimmung der Betriebsräte, mit Zustimmung des Arbeitsinspektors und mit Zustimmung von Arbeitsmedizinern. Und der Unterschied zu dem 12-Stunden-Tag, den es jetzt schon gibt im öffentlichen Dienst, den Sie immer wieder als Beispiel anführen, ist derjenige, dass dort ganz klar geregelt ist, in verschiedenen Schichtplänen. Wann mache ich meinen 12-Stunden-Dienst? Wann habe ich danach frei für den Erholungszweck, für die Planbarkeit? Und den Zusatz, dass wir dort bereits die 6. Urlaubswoche haben. Und genau das ist alles in Ihrem Initiativantrag nicht enthalten. Das heißt, wenn es darum geht, dass wir noch mehr und noch flexibler arbeiten sollen, ja, aber dann mit klaren Spielregeln, nämlich die Planbarkeit, der Freizeitverbrauch ohne Einkommensverlust und auch, dass die Gesundheit und die Familie dementsprechend nicht unter die Räder kommt. Die FPÖ und die ÖVP sagt auch klar den Menschen, vor allem der Herr Vizekanzler, ja, jetzt gibt es dann eine Vier-Tage-Woche. Leitl, die Vier-Tage-Woche gibt es seit über 20 Jahren. 2007 haben wir sie das letzte Mal hier in diesem Hohen Haus evaluiert. Der Unterschied mit 4 mal 10 Stunden und jetzt wird es möglich mit 4 mal 12 Stunden. Und bitte blenden Sie nicht die Menschen,
draußen mit ihrer Aussage, jetzt kommt die Vier-Tage-Woche. Die gibt es bereits seit 20 Jahren, eine Errungenschaft der Sozialpartner, damals unter roter Kanzlerschaft. Sie haben auch, FPÖ und ÖVP, den Menschen mitgeteilt, wir brauchen diese Arbeitszeitflexibilisierung und mit dieser Arbeitszeitflexibilisierung wird die Jahresarbeitszeit nicht erhöht. Das war auch falsch. Bitte geben Sie zu, dass die Jahresarbeitszeit im Bereich der Mehrarbeit um 96 Stunden zusätzlich erhöht wird, von 320 auf 416 Stunden. Das sind 96 Stunden Mehrarbeit auf Anordnung des Dienstgebers. Nämlich das sind, wenn Sie immer von 8-Stunden-Tag reden, 12 Arbeitstage mehr im Betrieb. Auch hier bitte sagen Sie den Menschen draußen die Wahrheit. Geschätzte Abgeordnete von ÖVP und FPÖ, Sie reden immer, es bleibt der 8-Stunden- und die 40-Stunden-Woche Normalarbeitszeit aufrecht. Ja, im Gesetz ja. Aber was hilft die 8-Stunden- und die 40-Stunden-Woche im Gesetz, wenn Sie die tägliche Arbeitszeit dementsprechend auf 12 Stunden pro Tag und 60 Stunden pro Woche erhöhen? Dann hilft das nichts. Dann ist das so. Und immer auf Anordnung des Arbeitgebers. Und nun zu Ihrer Freiwilligkeit, weil das Thema Nummer eins ist. Sie wissen schon, dass es in der Judikatur das Wort Freiwilligkeit nicht gibt. Sie haben jetzt eine Abänderung vorgeschlagen oder werden Sie auch einbringen, dass die 11. und die 12. Stunde der Arbeitnehmer freiwillig ablehnen darf. Ich frage Sie, wie das in der Praxis funktionieren soll. Der Arbeitgeber sagt 12 Stunden, der Arbeitnehmer sagt, die 11. kann ich nicht, die 12. kann ich nicht. Wie oft wird er in der Praxis Nein sagen können? Wir haben jetzt schon die Situation, dass wir mit den bestehenden Stunden alle Aufträge dieser Republik abgearbeitet haben. Kein Auftrag ist zu spät fertig geworden. Warum diese Ausdehnung? Und das ist ja nicht nur unsere Meinung. Sie haben es ja selber mitbekommen in den letzten Tagen. Es gibt keinen Experten in der ganzen Republik, der Ihnen das bestätigt, dass die 11., 12. Stunde kein Problem wert wird, betreffend arbeitsrechtliche Auswirkungen. Also, was wird passieren? In der Hochkonjunktur wird man die 11., 12. Stunde fragen, sie wird auch geleistet, weil im Extremfall, und das sagen alle Arbeitsrechtsjuristen, sitzt natürlich der Arbeitnehmer am kürzeren Ast und ist natürlich die wirtschaftliche Abhängigkeit gegeben. Und da möchte ich gleich überleiten zum Verbrauch, ob von Freizeit oder Geld. Auch das beabsichtigen Sie mit einem Abänderungsantrag so zu gestalten, dass Sie sagen, der Arbeitnehmer kann bestimmen, ob Freizeit oder Geld. Ja, schön in der Theorie. Die Frage ist aber, wann kann der Arbeitnehmer entscheiden, wann er seine Freizeit in Anspruch nimmt und wann bekommt er seinen Überstundenzuschlag. Sie hebeln in Wirklichkeit die ganzen Betriebsvereinbarungen aus und die kollektivvertraglichen Lösungen, weil genau dort ist es immer niedergeschrieben gewesen. Wann ist das zu verbrauchen? Und wissen Sie, das Ganze hat halt diesen bitteren Beigeschmack, wenn aus der Statistik 2017 feststellt, 250 Millionen Überstunden hat es in Österreich gegeben, 45 Millionen davon sind nicht bezahlt worden. Und ich frage Sie wirklich, bitte sagen Sie uns, wo steht es drin in Ihrem Gesetzesentwurf, wann der Arbeitnehmer seine Freizeit in Anspruch nehmen darf? Und da komme ich wieder zurück zu dem, was Sie immer sagen, die ÖBB hat schon, die ASFINAG hat schon, der öffentliche Dienst hat, ja, da steht ganz genau drinnen, du machst 2 Schichten, du machst 3 Schichten und dann hast du die Freizeitphase und das 6. Urlaubswoche. Und dieser Rechtsanspruch in diesem Gesetz betreffend Zeitverbrauch fehlt. Im Gegenteil, Sie schreiben rein einen Satz, mehrere Durchrechnungszeiträume können zusammengezählt werden. Das heißt, wie viel? Ein Monat, ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Wann kommt der Arbeitnehmer zu seinem Zeitausgleich?
dann, wenn viel Arbeit ist im Betrieb und die Auftragsbücher voll sind, oder dann, wenn es der Firma passt und sagt, jetzt bleib daheim und verbraucht eine Stunde. Und ich komme zum nächsten Punkt, Einkommensverluste. Sie haben zu den Menschen gesagt, es wird keine Einkommensverluste geben. 3 Tage später im Zentrum muss Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung zugeben, ja, 1 Million Menschen, was die 11., 12. Stunde bei Gleitzeit betrifft, da gibt es keine Zuschläge. Und jetzt reparieren Sie das vielleicht auch noch, nur mit einem wesentlichen Unterschied, dass Sie sagen, auf Anordnung soll es auch bei der Gleitzeit diesen Zuschlag geben, aber nicht, wenn eine Dienstnehmerin, wie in der Praxis so oft, freiwillig die 11., 12. Stunden macht, weil sie vielleicht Lohnverrechnerin ist und sagt, ich mache das Paket noch fertig, der Chef ist nicht da, dann bekommt sie diesen 11., 12. Zuschlag nicht für diese Stunde. Und das gehört bitte auch repariert, wenn sie es schon reparieren soll. Sie haben auch nicht berücksichtigt, dass es 500.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt mit All-In-Verträgen. Das heißt, die auf Basis abgeschlossen worden sind, 10 Stunden pro Tag, 50 Stunden pro Woche. Jetzt gehen sie 12 auf 60. Das heißt, für diese Menschen mit All-In-Verträgen heißt es jetzt auch bis zu 10 Stunden länger arbeiten beim gleichen Einkommen. Oder reparieren Sie das auch? Auch eine Frage, die offen ist. Der dritte Bereich, und das ist wirklich das Schlimme, wo Sie die Mitbestimmung in den Betrieben dementsprechend abschaffen. Die Betriebsversammlungen und auch die Kollektivverträge bis zur 12. Stunde. Das heißt, wo wir jetzt Betriebsvereinbarungen gehabt haben und Kollektivverträge, die ganz klar geregelt haben, Zeitverbrauch, Zuschläge, Gesundheit, die schalten Sie mit Ihrem Entwurf aus. Und ganz schlimm für mich ist, dass Sie im Arbeitszeitgesetz den § 7 Absatz 4 streichen, nämlich genau dort ist es drinnen. Und bitte kommen Sie jetzt nicht raus und sagen Sie, die Betriebsvereinbarungen können weiterhin abgeschlossen werden. Mit diesen Streichen dieses Paragraphs nehmen Sie jegliche Art von rechtlicher Grundlage, dass es in Zukunft weitere Betriebsvereinbarungen gibt. Und das ist nicht fair, was die Mitbestimmung betrifft. Ich hoffe, ich übersteige es nicht, aber ich habe 2 Beispiele mitgebracht, nur zur Verdeutlichung. Sie schreiben jetzt den Zuschlag ganz klar im Gesetz vor. Betriebsvereinbarungen sind nicht mehr notwendig für die Arbeitgeber, was die Arbeitszeitverlängerung betrifft. Und ich kriege jetzt natürlich sehr viel Post, wie Sie genauso. Und ich sage Ihnen jetzt den Unterschied. Eine Betriebsvereinbarung, wo der Bedarf notwendig ist, ist immer noch in dieser Republik abgeschlossen worden. Immer noch. Mit Betriebsrat, mit Kollektivvertragspartner. Und wenn ich da ein Beispiel nenne von einer Firma, der Weber Hydraulik GmbH in Losenstein, die hat ganz klar für 3,5 Wochen eine Vereinbarung abgeschlossen. Für 3,5 Wochen. Mit 12 Stunden pro Tag. Aber mit dem Zusatz, dass sie sagen, ganz klar, sie dürfen Arbeitnehmer, die das ablehnen dürfen, deswegen nicht benachteiligt werden. Die bekommen 1 Jahr Kündigungsschutz, das haben sie nicht drin, 1 Jahr Kündigungsschutz, wenn sie Nein sagen, ich kann nicht. Und was das Wesentliche ist, alle geleisteten Überstunden für diese 3,5 Wochen werden im Folgemonat als Überstundenzuschlag ausbezahlt oder im Folgemonat auch als Zeitausgleich gewährt. Und nicht mit 50%, sondern mit 100%. Und am Sonntag mit 150%. Und sie machen keinen Unterschied bei der Betriebsvereinbarung zwischen Stammpersonal und Leiharbeiter. Leute, und wenn das kommt, dass dann noch die Unterschiede gibt zwischen Stammpersonal und Leiharbeiter, dann haben wir da einen wirklichen Klassenkampf im Betrieb unter die Beschäftigten. Und das brauchen wir bitte nicht. Lasst bitte die Betriebsvereinbarung auf. Sie haben das gelesen, Experten aus ganz Österreich, aus allen Fachbereichen bestätigen unsere Analyse. Für die gleiche Arbeit gibt es weniger Einkommen.
Und wenn Sie sagen und auch behaupten, das Arbeitszeitgesetz soll nur bei Bedarf angewandt werden. Sie sagen immer bei Bedarf 12 Stunden und 60 Stunden. Und jetzt haben wir schon erste Unternehmen, die über die Presse gemeldet haben, sie freuen sich auf diese 12 Stunden und 60 Stunden. Ja, und sie werden es nutzen. Wir haben aber auch Unternehmen, die ganz großartig auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schauen, die hier Vorsorge treffen, die ihre Fürsorgepflichten wahrnehmen. Und genau dort sehe ich jetzt das Problem. Wissen Sie, wenn ich diese Pressemeldung da in Tirol anschaue, der Herr Baumeister Josef Huber hat einen Betrieb mit 300 Mitarbeitern in Imst und sagt, natürlich werde ich dann das auch nutzen. Weil wenn Aufträge da sind, mache ich die 12 Stunden und die 60 Stunden. Und dann kommt der andere Bauunternehmer auch aus Tirol, der Landesinnungsmeister vom Baugewerbe, und sagt, 95% der Bauwirtschaft würde mit der derzeitigen Regelung auskommen. 12 Stunden würde er seine 140 Mitarbeiter nicht arbeiten lassen wollen. So. Und wenn dann der Landesinnungsmeister vom Friseurgewerbe kundtut, die Regierung ist beim Durchrechnungszeitraum von 17 Wochen zu weit gegangen. Die Politik, die das Gesetz hier die Möglichkeit gibt, Mitarbeiter von der ersten bis zur siebten Woche 60 Stunden zu beschäftigen, dann 56 Stunden und von der neunten bis zur 17. Woche 40 Stunden, das ist ein zu langer Zeitraum. Leute, wir brauchen das nicht. Die Wirtschaft kommt mit den bestehenden Regelungen aus. Und das Schlimme ist, Sie schaffen damit auch einen Wettbewerb nach unten. Warum? Schauen Sie, wenn es eine Ausschreibung gibt, einer Straßenbaustelle, Sanierung über die Sommermonate, Juli, August, bei über 30 Grad Hitze, und Sie ermöglichen über das Arbeitszeitgesetz, dass die Firmen 7 Wochen mit 60 Stunden kalkulieren dürfen, dann werden die Firmen das machen. Die Firma, die das nicht macht, die wird keine Chance auf diesen Auftrag haben. Und das ist das Unfaire. Sie legen die Latte einfach viel zu hoch auf Kosten der Gesundheit der Beschäftigten in dieser Republik. Und ich komme jetzt zum letzten Punkt der Gesundheit. Alle Arbeitsmediziner warnen vor einem erhöhten Unfallrisiko. Alle Arbeitsmediziner in dieser Republik sagen, 12 Stunden arbeiten macht krank. Beim Industriearbeiter ab der 10. Stunde, wo ein erhöhtes Unfallrisiko ist. Beim Altenpfleger, der noch 12 Stunden Schicht, 3 Tage Erholung unbedingt notwendig macht. Es bleibt einfach zu wenig Zeit für die Erholung und die Müdigkeit wird in den nächsten Tag mitgenommen. Sie kennen das ja selber. Zu lange, zu wenig Schlaf wird ein Problem. Und jetzt haben wir sehr viele Zusendungen von den Betroffenen erhalten und ich bedanke mich bei all jenen, die sich da zu Wort gemeldet haben und auch gesagt haben, wir dürfen das auch ruhig dementsprechend verwenden. Und Sie haben auch diese eine Zuschrift gekriegt von Herrn Otto Kläuber, der Zimmerer ist, der sagt, 4.30 Uhr aufstehen, 1 Stunde zur Arbeit, 12 Stunden arbeiten, 45 Minuten nicht bezahlte Pause, dann wieder eine Stunde heimfahren, waschen, essen, ein bisschen Familie, 7 Stunden schlafen, es geht der Wecker, 4.30 Uhr wieder aufstehen. Und das bei Schwerarbeiter. Und das ist auch unsere Kritik, dass Sie ein Arbeitszeitgesetz planen, quer über alle Branchen. Und das macht es nämlich umso schwieriger. Und deswegen bin ich ja sehr enttäuscht von den bisherigen Presseartikeln von FPÖ und ÖVP. Ich habe mir jeden einzelnen angeschaut. In keinen einzigen Ihrer Presseaussendungen kommt das Wort Gesundheit und Schutz für die Arbeitnehmer vor. In keinen einzigen Presseaussendung. Sie kehren die Gesundheit der Beschäftigten einfach unter den Teppich bei diesem Gesetzesentwurf. Und das ist äußerst wichtig. Und wissen Sie, von
Tag zu Tag wird mehr sichtbar, dass dieser ÖVP-FPÖ-Entwurf keine einzige Besserstellung in irgendeinem Punkt für die Beschäftigten hat. Und wissen Sie, dass wenn einen Tag danach, am 14. Juni, knallen Sie uns Ihren Antrag hier auf den Tisch. Am 15. Juni im Ö1 Morgenjournal sagt die Frau Wirtschaftsministerin ganz klar den Aufruf, Originalzitat: Ich gebe ganz klar den Auftrag, die Unternehmen das nicht auszunutzen. Dieses Gesetz nicht auszunutzen, weil es ein Husch-Pfusch-Gesetz ist, weil es nicht lange genug begutachtet worden ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist für mich halt auch schlimm, wenn dann, und ich weiß, bei diesem Thema gehen die Emotionen hoch und dann, Kollege Rosenkranz, es gibt dort eine Aussage, es gibt da eine Aussage, wir wissen das. Aber wenn dann ein ÖVP-Wirtschaftsbundmitglied sagt, Arbeitnehmer sind nur Kostenfaktoren und es ist ein Wehklagen der Wertlosen, dann sage ich Ihnen, Arbeitnehmer sind weder Kostenfaktoren noch Wertlose. Arbeitnehmer sind Menschen, die den Umsatz ihrer Arbeitgeber erwirtschaften. Und deshalb sind solche Aussagen auch vom Wirtschaftsbund bitte zurückzuweisen und dementsprechend richtig zu stellen. Umso wichtiger ist es, dass alle Menschen dieser Republik, die sagen, wir wollen kein Gesetz haben, das Verschlechterungen für die Beschäftigten bringt, sich dagegen auflehnen, dagegen kämpfen und vielleicht morgen wirklich alle Menschen dieser Republik die Demo des ÖGBs besuchen, weil es hier um die Würde, um die Menschlichkeit und die Zukunft der Beschäftigten dieser Republik geht. Und ich fordere wirklich die Bundesregierung auf. Herr Vizekanzler, ich weiß, Sie tun Sie mit manchen Formulierungen sehr schwer, aber ich fordere Sie auf, bitte nehmen Sie diesen Initiativantrag zurück. Ich biete Ihnen an, macht eine Ministerratsvorlage für den Herrn Präsidenten. Wir ersuchen den Präsidenten, das dem Sozialausschuss zuzuweisen. Ich garantiere noch vor der Sommerpause einen Sozialausschusstermin. Ich garantiere nach 6 Wochen Begutachtung unter Einbindung aller Sozialpartner und Experten, dass wir Ende August einen Sonderausschuss machen, wo wir eine neue Vorlage ganz ehrlich, fair und gerecht diskutieren. Und dann in der ersten Sitzung des Herbstes, bei der ersten Plenarsitzung, können wir dieses Gesetz verabschieden. Aber anständig, gescheit und fair, in Augenhöhe der Menschen, die arbeiten und der Menschen, die Arbeit geben. Dankeschön. Wie zu erwarten, kam Gewerkschafter Josef Muchitsch dem Gesetzesentwurf der Regierung zur Arbeitszeitflexibilisierung nichts abgewinnen. Durchaus überraschend hat er allerdings zu Beginn seiner Rede für die heutige Sitzung ein ruhiges Austauschen von Sachargumenten ohne Zwischenrufe gefordert. Man wird sehen, inwiefern das heute möglich ist. Gespannt sein darf man jedenfalls jetzt auf die Anfragebeantwortung von Kanzleramtsminister Gernot Blümel, der ja wie bereits zu Beginn dieser Sitzung erwähnt, Kanzler Sebastian Kurz vertritt. Hohes Haus, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Damen und Herren auf der Zuhörertribüne. Der Abgeordnete Muchitsch hat zu Beginn gesagt, es wird schwer fallen, allen Seiten sachlich zu bleiben. Ich darf für uns in Anspruch nehmen, dass das nie der Fall war. Ich habe den Eindruck gehabt, dass es eher im Vorfeld von der Opposition die Herausforderung gegeben hat, die Emotionen im Zaum zu halten. Ich habe auch sehr genau zugehört, was der Abgeordnete Muchitsch gesagt hat. Und es war freundlich im Ton, aber die Polemik gegen Ende hin war einfach unüberhörbar. Das muss man so konstatieren, auch wenn es freundlich war. Und ich möchte deswegen... Und ich möchte deswegen darauf eingehen, weil immer so getan wird in den letzten Wochen, als ob hier eine gesamte Welt verändert werden würde, was nicht der Fall ist. Das, was sich geändert hat, ist nicht, dass wir die Welt verändern. Die Welt hat sich geändert, die Arbeitswelt hat sich geändert. Was die Regierung tut, ist lediglich, die rechtlichen Rahmenbedingungen an die geänderte Arbeitswelt anzupassen. Nicht mehr und nicht weniger.
Schon die Vorgängerregierung hat versucht, die Arbeitszeitflexibilisierung dingfest zu machen. Die Sozialpartner haben lange verhandelt und am Ende des Tages doch leider Gottes keinen Kompromiss gefunden. Ob das an den anstehenden Neuwahlen gelegen hat, muss jeder selbst beurteilen können. Mir geht es darum, ein bisschen klarzustellen auf sachlicher Ebene, was es denn hat und worum es geht. Eines vorweg, die Grundprinzipien der Normalarbeitszeit des 8-Stunden-Tages bleiben unangetastet. Das Grundprinzip der Normalarbeitswoche von 40 Stunden bleibt unangetastet. Und natürlich werden auch weiterhin mehr Leistungen abgegolten, entweder durch mehr Geld oder mehr Freizeit. Sie sehen es, die Rede von Kanzleramtsminister Gernot Blümel ist gerade durch eine Aktion von Zusehern von der Galerie unterbrochen worden. Applaus dafür gab es aus den Reihen der SPÖ. Bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, und das hat der Herr Abgeordnete Muchic auch schon betont, ist es natürlich absolute Normalität, dass auch heute schon die Flexibilität im Arbeitsbereich, was die Arbeitszeit betrifft, Einzug gehalten hat. Ein paar Beispiele, weil auch der Herr Abgeordnete Muchic ein paar Beispiele aus der Praxis genannt hat. Eine leitende Angestellte, nennen wir sie Andrea zum Beispiel, in einem Telekommunikationsbereich, eine Teilzeitführungskraft, zweifache Mutter, wenn dort eine große Veranstaltung ansteht, dann wird die halt abgearbeitet, bis die Veranstaltung ansteht und danach wird halt die Überzeit konsumiert, womit die Dame mehr Zeit für die Kinderbetreuung hat. Oder eine Ärztin, die nach Krankenanstalten Arbeitsgesetz arbeitet. Soweit ich weiß, hat der Abgeordnete vorher gebeten, von Zwischenrufen Abstand zu nehmen. Sie haben sich nicht sonderlich lange dran gehalten. Auch das muss ich zur Kenntnis nehmen. Also, versuchen Sie es vielleicht noch ein paar Reden ohne Zwischenrufe. Die Ärztin, die nach Krankenarbeitsanstaltengesetz arbeitet, sammelt in längeren Schichten mehr Stunden und kann sich die dann am Stück freinehmen, um Zeit für die Freizeit zu haben, für die Kinderbetreuung, was auch immer. Ein Mitarbeiter an der Universität beispielsweise, der in einem Forschungsinstitut arbeitet, auch der kann Projekte über flexible Arbeitszeiten besser zu Ende bringen, wenn sie gerade anstehen, und danach die Zeit konsumieren, wofür auch immer er möchte. Auch ein Triebfahrzeugführer der ÖBB, großer Klassiker, dort ist die Schichtzeit total flexibel, dauert zwischen 7 Stunden und 12 Stunden. Der Kollektivvertrag gibt dort genau das her, was wir jetzt in anderen Bereichen einführen wollen. Und damit ist auch klargelegt, es gibt in vielen Bereichen bereits die Anforderung, das zu tun. Die Arbeitswelt hat sich nur insofern verändert, dass auch in anderen Bereichen diese Notwendigkeiten bestehen. Und genau deswegen wollen wir auch diese anderen Bereiche in den Genuss von dieser Flexibilität führen. Nicht mehr und nicht weniger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt da einen Haufen Beispiele, die auch an uns herangetragen worden sind von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die ersuchen, dass wir diese Flexibilität auch schaffen. Ein IT-Programmierer, der gemeint hat, wenn er Angestellter ist und eine Software innerhalb von einer Woche beispielsweise fertig programmieren muss und es geht sich dann aber nicht aus, würde er im Normalfall ein bisschen länger arbeiten, die Zeit dann einkonsumieren als Freizeit oder ausgezahlt bekommen. So, jetzt muss man Stand der Bede, wenn man das Gesetz einhalten möchte, halt in die nächste Woche hineinarbeiten. Kameramänner beispielsweise, wenn sie angestellt sind. Stellen Sie sich vor, einen Dokumentationsfilm in der freien Natur drehen zu wollen und das Wetter ist schlecht, man wartet, jetzt passt das Wetter und dann beginnt man zu drehen, so, und dann ist der 8-Stunden-Tag vorbei und es geht nicht mehr und danach muss man wieder neu anfangen, wieder warten, bis Wetter besser ist. Sowohl
praktisch nicht gerade angenehm, als auch ökonomisch nicht sinnvoll. Ich habe in den letzten Tagen auch mit einigen Journalistinnen und Journalisten gesprochen und ich weiß, davon arbeiten sehr, sehr viele sehr, sehr lange. Wenn die am Vormittag in der Redaktionssitzung sind, dann ihre Artikel schreiben und vielleicht am Abend noch zu einer Veranstaltung gehen, um Geschichten zu recherchieren, da bleibt es auch nicht immer bei der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeit. Was passiert? Meistens wird das dann unter den Tisch fallen gelassen oder wird eine zweite Liste geführt. Und auch da wollen wir Rechtssicherheit schaffen, damit die Menschen zu ihrem Recht kommen. Nicht mehr und nicht weniger, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum der Forschungsassistent auf der Universität das Experiment zu Ende führen kann, wenn es einmal länger dauert und eine Angestellte im Forschungslabor zum Beispiel, eben nicht auf der Uni, das nicht tun kann, einfach weil die flexiblen Arbeitszeiten auf der Universität gelten und in diesem Bereich nicht. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir nichts anderes tun, als Probleme, die es derzeit in der Arbeitswelt gibt, zu lösen. Nicht mehr und nicht weniger, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es sind sich darüber hinaus auch viele Gruppen in Österreich einig, dass wir diese Flexibilität brauchen. Die Sozialpartner hätten sich vor circa einem Jahr schon fast geeinigt auf Punkt und Beistrich. Schade, dass es damals nicht gelungen ist. Wir setzen heute vieles von dem um, was damals im Paket drinnen war. Und übrigens, die 12 Stunden, die in Zukunft auch bei Gleitzeit möglich sind, da haben wir Anlehnung genommen an einem Dokument, das heißt Plan A. Und ich darf daraus zitieren, aus diesem Plan A. Bei Gleitzeit sollen 12 Stunden täglich Arbeitszeit möglich werden, jedoch nur, wenn als Ausgleich längere zusammenhängende Freizeitblöcke genommen werden können. Nichts anderes tun wir, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn Sie schon diesem Plan A nicht glauben, dann würde ich Sie ersuchen, vielleicht ein wenig in die Vergangenheit zurückzuschauen, auf einen Präsidenten des ÖGB, Fritz Verzetnitsch beispielsweise, der am 24.02.2005 gemeint hat, der ÖGB, die Gewerkschaft und auch die Beschäftigten wollen flexibel arbeiten. Dies zeigen schon die zahlreichen Kollektivverträge, die die unterschiedlichsten Formen von Flexibilität zulassen. Das ist nur eines von ganz, ganz vielen Zitaten aus Ihren Reihen, die genau in diese Richtung gehen. Wobei, ich finde, eines der eindrucksvollsten ist jenes vom Herrn Georg Niedermühlbüchler, Interview in der Presse vom 13.06.2016. Da sagt er wörtlich, es braucht die Neuvermessung der Arbeitszeit. Warum geht man nicht weg von der Wochen- hin zu einer Monats- und einer Jahresarbeitszeit? Man muss Menschen ermöglichen, besser mit den Lebenszyklen umzugehen. Wer ein Kind bekommt, will vielleicht weniger arbeiten. Wer für eine Wohnung spart, hingegen mehr. Herr Niedermühlbüchler, vielen Dank für diese großartige Erkenntnis. Man könnte diese Reihe von Zitaten über Betriebsräte, über SPÖ-Bürgermeister, über den ÖBB-Chef noch fortsetzen. Ich glaube nur, Sie kennen das alles. Allein, ich frage mich, warum es jahrelang auch bei Ihnen Konsens war, dass es eine Flexibilisierung braucht. Und jetzt, wo die Oppositionsrolle da ist, auf einmal die Welt untergeht, wenn man genau das umsetzt. Was seit 4 Regierungsprogrammen, in 4 Regierungsprogrammen der letzten 4 Regierungen, ist die Arbeitszeitflexibilisierung intendiert gewesen umzusetzen. Diese Regierung macht nichts anderes, als den Mut zu haben, diese Dinge endlich anzugehen. Was sich wirklich ändert, ist, wir schaffen eine Vereinfachung eines recht komplizierten und undurchsichtigen Überstundenregimes, dass wir gleichzeitig an die EU-Arbeitszeitrichtlinie anpassen, wobei wir diese eindeutig unterschreiten. Sie wissen, dort sind bis zu 13 Stunden Arbeitstag möglich. Das wollen wir nicht. Das haben die Schweden, auf die die SPÖ ja oft und auch immer wieder hinweist. Dort sind 13 Stunden Arbeitszeit möglich. Wir wollen das nicht tun. Wir gehen darunter. Wir stärken die Freiwilligkeit ganz eindeutig. Es gibt die Möglichkeit, generell ohne Angabe von Gründen diese Überstunden abzulehnen. Und damit ist die Freiwilligkeit einzementiert, stärker als es noch davor der Fall war, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es
war übrigens nicht nur im Plan A eine sehr beeindruckende Stelle, was die Arbeitszeitflexibilisierung betrifft. Der Herr Kuppermann-Kern hat noch letztes Jahr im Kurier am 16.07.2017 gesagt, die Arbeitszeitflexibilisierung gehört gemacht. Wir machen das, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und damit darf ich zur konkreten Beantwortung Ihrer Fragen kommen. Zur Frage 1. Der Gesetzestext wurde im Parlament als Initiativantrag eingebracht. Die Regierungsfraktionen haben eine Begutachtung im Rahmen einer Ausschussbegutachtung angeboten. Das wurde von der Opposition abgelehnt. Zur Frage 2 und 3. Wir arbeiten das ab, was im Regierungsprogramm vorgesehen ist. Zur Frage 4 bis 6. Wir sind als Bundesregierung darauf bedacht, einen ständigen Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite sowie mit der Zivilgesellschaft zu pflegen. So hat es im ersten Halbjahr zum Beispiel auch einen Sozialpartnergipfel im Bundeskanzleramt mit den Spitzen von ÖGB, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und Landwirtschaftskammer gegeben. Zur Frage 7. Seit beinahe 15 Jahren wird das Thema Flexibilisierung auf verschiedenen Ebenen diskutiert und verhandelt. Die Sozialpartner haben nach jahrelangen Verhandlungen aber kein Ergebnis erzielt. Bereits die vorige SPÖ geführte Regierung hat angekündigt, bei einer Nichteinigung das Thema selbst in die Hand zu nehmen. Genau das tut diese Regierung jetzt. Zur Frage 8. Es gibt dazu unterschiedliche Rechtsauffassungen. Ansprechpartner ist der Heilige Stuhl. Die verantwortlichen Stelle wird mit dem zuständigen Vertreter Kontakt aufnehmen. Zu Frage 9. Meinungen und Einschätzungen sind nicht Gegenstand des parlamentarischen Interpellationsrechts. Zu Frage 10 und 11. Im Zuge der Kampagnen des BMASGK wurde auf die Möglichkeit der flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit aufmerksam gemacht. Die genauen Kosten für die Kampagne sind meinem Haus mangels Zuständigkeit nicht bekannt. Zur Frage 12. Durch die Novelle wird die Möglichkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erweitert, sich ein Zeitguthaben aufzubauen und damit zusammenhängende Freizeitblöcke bzw. auch eine Viertagewoche gefördert. Zu Frage 13. Es kommt durch die Novelle zu keiner generellen Erhöhung der Arbeitszeit. Es werden lediglich die Gestaltungsmöglichkeiten im Betrieb für Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhöht. Zur Frage 14. AMS-Vorstand Johannes Kopf hat im Zusammenhang mit der Novelle festgehalten, dass mehr Flexibilität zu keinen großen messbaren Effekten in Bezug auf die Arbeitslosigkeit oder Beschäftigung führen wird. Es werde jedoch laut Kopf dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und damit des Wirtschaftsstandortes insgesamt gestärkt. Zur Frage 15. Die Novelle bringt flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten im Betrieb zum Vorteil für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Gerade die Förderung längerer zusammenhängender Freizeitblöcke kommt auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Betreuungspflichten sehr entgegen. Im Übrigen von den Klubobleuten Wöging und Rosenkranz bereits öffentlich klargestellt, ist, dass die Freiwilligkeitsgarantie eine Ablehnungsmöglichkeit von Überstunden nach § 7 Absatz 6 Arbeitszeitgesetz ohne Angabe von Gründen sicherstellt. Zur Frage 16. Die Klubobleute haben klargestellt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die 11. und 12. Überstunde jederzeit ohne Angabe von Gründen ablehnen können. Sie dürfen deswegen nicht benachteiligt werden. Neben dem Benachteiligungsverbot wird auch ein Kündigungsschutz nach § 105 Absatz 5 des Arbeitsverfassungsgesetzes vorgesehen. Zur Frage 17. Durch die Novelle kommt es zu keiner generellen Erhöhung der Arbeitszeit. Die Novelle bringt flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten im Betrieb zum Vorteil von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Dies kommt vor allem auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Betreuungspflicht sehr entgegen. Zur Frage 18. Die Reform ändert nichts an der Verpflichtung der Arbeitgeberinnen oder des Arbeitgebers, alle geleisteten Überstunden mit Zuschlag auf Basis des jeweiligen Kollektivvertrages abzugelten. Dies gilt wie bisher auch in Zukunft für sämtliche Pauschalentgeltvereinbarungen wie beispielsweise All-In-Verträge. Zur Frage 19. Von Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber angeordnete Überstunden werden so wie bisher mit Zuschlag abgegolten. Zur Frage 20. Es können auch künftige Betriebsvereinbarungen abgeschlossen werden. Für Betriebe ohne Betriebsrat wird die Freiwilligkeit gestärkt. Zur Frage 21. Wie bisher dürfen auch künftig maximal 8 Stunden pro Woche im Durchschnitt geleistet werden. Dies entspricht der Vorgabe der EU-Arbeitszeitrichtlinie. Zur Frage 22. Wie die Klubobleute bereits klargestellt haben, können die 11. und 12. Überstunde
ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. Zur Frage 23. Entscheidend ist nach zahlreichen Untersuchungen, dass für längere Arbeitszeitblöcke ein Ausgleich durch entsprechend kürzere Arbeitszeiten bzw. durch die zeitnahe Freizeitphase erfolgt. Bei Überstunden ab der 11. Arbeitsstunde haben die Clubobleute klargestellt, dass ein Wahlrecht der Arbeitnehmerinnen oder der Arbeitnehmer für die Abgeltung in Zeit oder Geld besteht. Zu den Fragen 24 und 25, Sie waren ja recht fleißig, meine sehr geehrten Damen und Herren, Meinungen und Einschätzungen sind nicht Gegenstand des parlamentarischen Interpellationsrechts. Zu Frage 26 und 27, die Möglichkeit der flexibleren Gestaltung der Arbeitszeiten in Tourismusbetrieben entspricht sowohl den Bedürfnissen der Betriebe als auch den Wünschen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den Fragen 28 und 29, es kommt zu keiner generellen Arbeitszeitverlängerung. Zusätzlich wird, wie von den Clubobleuten klargestellt, nun ein Ablehnungsrecht ohne Angabe von Gründen für die 11. und 12. Stunde eingeführt. Zur Frage 30. Diese Frage ist nicht Gegenstand des vorgelegten Gesetzestextes. Zur Frage 31. Das Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetz sieht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Lehrlinge bis 18 Jahre auch in Zukunft unverändert eine Obergrenze von 9 Stunden pro Tag und 45 Stunden pro Woche vor. Für Lehrlinge über 18 Jahren werden Überstunden nicht auf Basis der Lehrlingsentschädigung, sondern auf Basis des Einsteigsfacharbeiterlohns bezahlt. Nach dem Berufsausbildungsgesetz dürfen Lehrlinge generell keine Aufgaben zugewiesen werden, die die Kräfte übersteigen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Arbeitswelt habe sich verändert, sagt Kanzleramtsminister Gernot Blümel. Wie gesagt, in Vertretung von Kanzler Sebastian Kurz. Die Regierung tue nichts weiter, als darauf zu reagieren. Und damit ist wieder die Opposition am Wort. Und zwar in Person von Christian Kern, dem ehemaligen Bundeskanzler und jetzigen Clubobmann der SPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Herr Bundesminister hat seine Ausführungen damit begonnen, dass er gesagt hat, manche tun ja so, als ob sich die Welt verändern würde. Ja, das Problem scheint mir zu sein, Ihre Welt wird sich durch das Gesetz mit Sicherheit nicht verändern. Aber es wird mehr als 3 Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und de facto jede Familie in unserem Land betreffen. Und ich muss dazu sagen, ich finde diese Diskussion bemerkenswert. Es tut mir heute nur einer wahnsinnig leid, das ist der Beppo Muchic, mein Freund, weil dein wirklich inspirierter Aufklärungs- und Erziehungsversuch ist sichtlich völlig am Herrn Bundesminister abgeprallt. Es ist wirklich faszinierend und ein Ausdruck von seltener Inkompetenz, ich erlaube mir diese Zuspitzung, wenn man sich die Beispiele anhört, die Sie da gerade angeführt haben. Sie zitieren eine leitende Angestellte, ja, die sowieso vom Arbeitszeitgesetz ausgenommen sind. Sie zitieren Ärzte und deren Arbeitszeiten, die in diesem Hohen Haus vor gar nicht allzu langer Zeit auf 48 Stunden reduziert worden sind und die seit Jahrzehnten ein eigenes Arbeitszeitgesetz haben. Und Sie zitieren die Triebfahrzeugführer der ÖBB und seien Sie mir nicht böse, jetzt wird es richtig skurril und Sie machen mir eine besondere Freude, wenn Sie dieses Beispiel zitieren. Die haben eine 38,5-Stunden-Woche. Die wissen monatelang im Voraus, wann sie ihren Dienst haben. Die kriegen die Zuschläge für die Nächte, für die Feiertage, alle reibungslos bezahlt. Die haben keine 60-Stunden-Woche. Und bei jeder einzelnen Schicht ist der Betriebsrat dabei und schaut dem Management über die Schultern, was da wirklich passiert. Und seien Sie mir nicht böse, wenn Sie glauben, dass Ihr Arbeitszeitgesetzvorschlag und der Plan A was miteinander zu tun haben, dann glauben Sie auch, dass Karli von Kowalle kommt. Wir leben in einer Zeit der Veränderung, das ist ein Faktum und da gebe ich Ihnen recht und ich bin auch der Meinung, dass wir über die Arbeitswelt und über die Arbeitszeit ernsthaft diskutieren müssen. Aber wir können nicht
Fragestellungen oder Problemlösungen aus dem 19. Jahrhundert nehmen, um damit die Fragen des 21. Jahrhunderts zu beantworten. Und was Sie hier vorgeschlagen haben, ist ein Modell, das einer Seite alle Vorteile bringt und der anderen Seite alle Nachteile bringt. Was Sie verlangen ist, dass Menschen in unserem Land verfügbar werden, dass sie jederzeit für den 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche zur Verfügung stehen. Und das ist ein Konzept, mit dem wir uns halt nicht anfreunden können. Und Sie haben... Und Sie haben in einer Zeit, wo wir wissen, dass die Technologieentwicklung, die Digitalisierung, Roboterisierung Arbeit effizienter und produktiver macht, einen Vorschlag gemacht, der auf Arbeitszeitverlängerung und nicht auf Arbeitszeitverkürzung hinausläuft. Und Sie haben in einer Zeit, wo wir wissen, dass die Jungen schwer in den Arbeitsmarkt hineinfinden, reguläre Arbeitsverhältnisse bekommen, immer mehr in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, wo wir wissen, dass die Quoten der Burnout-Gefährdeten permanent steigen, kommen Sie her und Sie sagen, jetzt erhöhen wir den Druck noch einmal auf die Leute in den Betrieben. Und wissen Sie, was mir dabei überhaupt nicht gefällt? Weil ich bin nämlich nicht der Meinung, dass wir die Menschen und ihre Bedürfnisse den Profiten unterzuordnen haben. Und ich bin nicht der Meinung, dass der Wert eines Menschen von seinem Kontostand abhängt. Und dass alles... Und dass alles, was uns wichtig ist, im zwischenmenschlichen Zusammenleben ein Preisschild bekommt. Aber wissen Sie, was das Schlimmste ist? Wir mögen andere Menschenbilder haben. Wir mögen andere Zukunftsbilder haben. Aber wenn wir nüchtern analysieren, was war die Erfolgsgeschichte Österreichs? Was war der Grund, warum wir zu den erfolgreichsten und reichsten Industrienationen der Welt gehören? Dann war es mit Sicherheit der soziale Ausgleich. Dann war es das Verständnis... Dann war es das Verständnis... dass tüchtige Unternehmer und fleißige Arbeitnehmer gemeinsam den Erfolg sicherstellen, erarbeiten und am Ende auch gemeinsam alle davon profitieren. Und genau das ist das, was Sie jetzt beginnen, damit zu stören. Sie entziehen der Gemeinsamkeit den Boden. Und das Spannende bei der Geschichte ist ja immer wieder, ich verfolge das ja ganz genau, wie Sie mit Themen umgehen, was Sie versuchen, den Menschen mitzugeben, ihnen einzureden. Und Sie haben im Wahlkampf von der neuen Gerechtigkeit geredet, im Wahlkampf. Und heute sehen wir, was Ihre neue Gerechtigkeit ist. Was soll daran gerecht sein, wenn Sie Menschen die Einkommen kürzen, indem Sie Zuschläge für die erbrachten Leistungen wegnehmen? Was soll daran gerecht sein, wenn Sie Menschen die Freizeit kürzen, indem Sie Durchrechnungszeiträume auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben? Und was soll daran gerecht sein, wenn Sie Gesundheitsgefährdung in Kauf nehmen, indem Sie Menschen die 60-Stunden-Woche aufs Auge drücken? Und was soll daran gerecht sein, wenn Sie einer Sekretärin, die länger im Betrieb bleiben muss, weil der Chef das will, sagen, okay, du hast Pech gehabt, es gibt leider keine Kinderbetreuungseinrichtungen, die überhaupt ermöglichen, dass deine Kinder wohlbehütet sind. Es waren Sie, die die Mittel für den Kindergartenausbau auf 1.000 Euro reduziert haben für ein ganzes Jahr und die Ganztagsschulmittel einkassiert haben. Und wissen Sie, was der Punkt ist? Hier geht es nicht nur um Gerechtigkeit, hier geht es auch um Freiheit. Und diese Freiheit beschränken Sie. Es ist die Freiheit auf ein selbstbestimmtes Leben, weil diese Freiheit, die braucht Regeln. Die Mitarbeiter brauchen den Schutz, das ist unsere Geschichte. In der Gruppe können Sie Ihre Interessen gegen übermächtige Partner und gegenüber vertreten. Diesen Schutz entziehen Sie ihnen jetzt. Und Sie setzen auf das Recht des Stärkeren. Und frei nach Maria Ebner-Eschenbach, das Recht des Stärkeren ist das stärkste Unrecht. Sie knien vor dem Altar... Sie knien vor dem Altar Ihrer Großsponsoren und es ist die Bischofskonferenz, die Sie daran erinnern muss, was christliche Nächstenliebe ist. Dort ist zu lesen, dass das Vorhaben eine Geringschätzung des Familienlebens mit gravierenden Auswirkungen für die gesellschaftliche Ordnung bedeutet. Und wenn Sie vom wahren Glauben abgefallen sind, dann schauen Sie sich an, was der Tiroler Chef des ÖAB gesagt hat, was der katholische Familienverband gesagt hat. Die alle haben Bedenken geäußert, auch Arbeitsrechtler, Sonderzahl, Mediziner und Ärzte. Hören Sie denen mal zu. Ich weiß, das ist nicht Ihre Stärke, zuhören. Aber glauben Sie mir, dass jeder, der glaubt, dass Drüberfahren Stärke ist, der hat in diesem Leben was nicht verstanden. Drüberfahren ist Schwäche.
Dieser Erfolg, dieser soziale Friede, an dem das hängt, bedeutet einen Erfolg für allen. Und wenn Sie die Demonstrationen der Gewerkschaften in einem schlechten Licht sehen, wenn der Bundeskanzler von bezahlten, von der Arbeiterkammer bezahlten Demonstranten redet, dann muss ich ehrlich sagen, da verschlagt es einem die Rede. Weil die Gewerkschaften haben Ihnen die Hand ausgestreckt. Nehmen Sie es doch endlich an. Der Kollege Muckelsch hat es heute wieder getan. Und wenn Sie glauben, dass es cool ist, durchzuziehen, mit dem Schädel gegen die Wand zu reden, dann kann ich Ihnen nur sagen, wieder auf meine Lebenserfahrung begründet, für mich schaut das eigentlich nur arrogant aus. Und tauschen Sie nur einen einzigen Tag. Tauschen Sie einen einzigen Tag mit einem Kellner, der 10 Stunden lang im vollen Stress hin und her wieselt. Tauschen Sie einen einzigen Tag mit einer Verkäuferin, die 10 Stunden lang im Geschäft steht. Oder tauschen Sie einen einzigen Tag mit einem Bauarbeiter, der 10 Stunden unter brennender Sonne seine Arbeit des Asphaltierens erlegt. Nur einmal. Und wenn Sie das getan haben, dann werden Sie auf diese Nummer mit der Freiwilligkeit selber nicht mehr glauben. Das ist ja in Wahrheit eine Verhöhnung. Es ist nichts anderes als eine Verhöhnung. Diese Freiwilligkeit, die Sie da postulieren, die gibt es ja heute schon in den Gesetzen. Sie versuchen ja Placebos zu verabreichen. Genauso wie die Betriebsvereinbarung, die Sie wegradieren. Der ÖVP hat man da im Wahlkampf noch gesagt, die muss man stärken. Heute wollen Sie nichts mehr davon wissen. Falsches Versprechen gewesen. Der Herr Strache hat erklärt, 12-Stunden-Tag ist leistungsfeindlich und asozial. Und heute kommen Sie daher und erklären uns, geht's Erner gut, geht's Werner gut. Das ist doch skurril, meine Damen und Herren. Sie haben wochenlang der Wirtschaftskammer offenbar Zeit eingeräumt, um einen obskuren Werbefilm zu produzieren. Sie haben sich vor der Debatte im Parlament gedrückt. Wir haben das heute versucht nachzuholen. Und ich kann Sie nur auffordern in dem Sinn, was mein Freund Beppo Muchic hier gesagt hat. Das ist ein sehr schlechter Gesetzesentwurf. Doktern Sie dran rum und Sie kriegen einen schlechten Gesetzesentwurf. Und ich bin aber der Überzeugung, dass die Menschen, die fleißigen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die tüchtigen Unternehmer in diesem Land wahrlich was anderes verdient haben. Danke. Einseitigkeit und Gesundheitsrisiken stehen im Zentrum der Kritik von SPÖ-Klubobmann Kern am vorliegenden Gesetzesentwurf. Mit dem Arbeitszeitkonzept, das er selbst in seinem sogenannten Plan A vorgelegt habe, habe das nichts zu tun. Die Freiwilligkeit, die die Regierungsparteien angekündigt haben, sei Placebo-Politik. Und am Wort ist Klubobmann August Wöginger von der ÖVP. Sehr geehrten Damen und Herren, der Kollege Muchitsch hat sich heute wirklich sehr bemüht und das möchte ich auch anerkennen, wie er den Sozialausschuss geführt hat. Aber Herr Klubobmann Kern, dass Sie sich als jahrzehntelanger Spitzenverdiener hier herausstellen und uns die Welt erklären, wie die Arbeitszeit zu reformieren ist und sich sozusagen dann hier den kleinen Mann an die Brust prangern, das spottet jeder Beschreibung, meine Damen und Herren. Ich darf mit einem Zitat beginnen, da steht, wir brauchen Modelle, die auf beiden Seiten Flexibilität ermöglichen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren private Situation sich ändert und für Unternehmen, die ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer flexibler einsetzen möchten. Das stammt nicht aus unserem Regierungsprogramm, liebe Kolleginnen und Kollegen, das stammt aus dem Plan A, der jetzt gerade den Saal verlässt, vom Herrn Klubobmann Kern, meine Damen und Herren. Nur damit man weiß, von was man hier redet. Aber es ist halt einmal so, der Standort bestimmt den Standpunkt. Und das ist halt ein Grundsatz, der in der Politik auch gelebt wird. Zweite eingehende Anmerkung. Ich habe das jetzt gehört, Verräter. Ja? Also nur, Herr Präsident, nein, nur, dass man es auch weiß, ja? Wo ständig von dieser... Ich darf einmal ersuchen, sich zu mäßigen und Ihnen ausreden zu lassen, den Abgeordneten und Klubobmann. Ich habe schon mehr Arbeitnehmer geholfen, wie Sie jemals getroffen haben. Das möchte ich Ihnen auch einmal sagen, ja? Die Diskussion um die Arbeitszeit ist älter als 2 Jahre.
wir waren auch in der Vorgängerregierung immer wieder eingebunden. Wir haben zum Beispiel die 12 Stunden noch gemacht bei der aktiven Reisezeit. Das war in der Vorgängerregierung. Aber es ist immer nur gut, wenn die Sozialdemokratie dabei ist. Kaum ist die Sozialdemokratie nicht mit am Tisch, dann ist alles schlecht und man darf es nicht machen. Das muss sich aufhören in dieser Republik, meine Damen und Herren. Wir haben viele Menschen, die derzeit bereits 11 oder 12 Stunden arbeiten und die verdienen unsere Anerkennung und unseren Respekt. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsberufen, in der Pflege, in den Rettungsdiensten, auch im Beamtenbereich. Viele, die hier tätig sind, an den Universitäten, ja, und auch bei den österreichischen Bundesbahnen. Ich will das Thema nicht überstrapazieren, aber es ist so, dass dort auch bis zu 12 Stunden gearbeitet wird. Und nach Ihrer Logik, und da möchte ich jetzt einmal eingehen drauf, nach Ihrer Logik ist es nicht gesundheitsschädlich, wenn es eine Betriebsvereinbarung bis zu 12 Stunden geht, aber es ist gesundheitsschädlich, wenn der Arbeitnehmer selber entscheiden will, ob er 12 Stunden am Tag arbeiten will. Und eines aus, auch noch, weil da jetzt die Moralaposteln sozusagen aus dem Keller herausrufen, wahrscheinlich zum Herrn, ja, und der Herr Kern soll selber vor dem Altar einmal knien und über seine Vergangenheit nachdenken und nicht uns das ausrichten, weil das hat er jetzt begonnen, dass er die Diskussion so in eine andere Richtung lenkt. Der Muchitsch war in Ordnung, aber das, was der Kern da gemacht hat, war nicht in Ordnung. Und dann werden wir auch die Diskussion anders führen. Eine Erfahrung aus meinem Leben als Betriebsrat möchte ich Ihnen auch noch mitgeben. Ich bin vor 12 Jahren zum Betriebsratsobmann gewählt worden vom Roten Kreuz Oberösterreich. Ich habe damals die unfreudige Aufgabe übertragen bekommen. Da ist vor mir ein Kollektivvertrag abgeschlossen worden mit Betriebsvereinbarungen. Etliche an der Zahl. Ich habe es dann unterschreiben dürfen, obwohl ich sie nicht verhandelt habe. Aber das ist durch die Wahl nicht anders gegangen. Was habe ich da zum Beispiel mit unterschreiben dürfen? Und mein Vorgänger hat nicht unserer Fraktion gehört, sondern der war eher Ihnen zugelangt. Ich habe gut mit ihm zusammengearbeitet, ein sehr ordentlicher Betriebsrat. Was hat der ausgehandelt? Was ich auch verstanden habe, eine Betriebsvereinbarung bis zu 60 Stunden in der Woche, wenn der Betrieb das erfordert. Das habe ich dann unterschreiben dürfen. Ich habe es unterschrieben. Ich habe mich daran gehalten, was mein Vorgänger letztendlich auch ausgehandelt hat. Aber tun Sie bitte nicht so, als hätte es das in dieser Republik, in unseren Betrieben noch nie gegeben. Und jetzt einfach auch ein paar Klarstellungen. Weil was wir nicht brauchen bei dem Thema, ist auf der einen Seite ein Abjubeln, aber auf der anderen Seite brauchen wir auch nicht die Unwahrheiten dazu. Und die Menschen haben das Recht, vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch die Unternehmer haben das Recht zu erfahren, was beschließen wir hier im Konkreten. Wir bleiben beim 8-Stunden-Tag. Wir bleiben bei der 40-Stunden-Woche. Die Überstundenzuschläge werden jetzt im Gesetz bitte geregelt. Der Abänderungsantrag wurde Ihnen heute übermittelt, also dann lesen Sie ihn bitte auch, ja, dass die Überstunden auch als Überstunden abzugelten sind. Das Zweite ist Gleitzeit und 4-Tage-Woche. Herr Klubobmann-Kern, genau das, was Sie im Plan A gefordert haben, wird mit diesem Abänderungsantrag auch Wirklichkeit. Hören Sie einmal zu, eine Verlängerung der täglichen Normalarbeitszeit auf bis zu 12 Stunden ist zulässig, wenn die Gleitzeitvereinbarung vorsieht, dass ein Zeitguthaben ganztägig vertraut werden kann und ein Verbrauch im Zusammenhang mit einer wöchentlichen Ruhezeit nicht ausgeschlossen ist. Was ist das im Umkehrschluss? Das ist eine 4-Tage-Woche. Wenn ich am Donnerstag fertig bin und der Mitarbeiter hat es sich ausgesucht, sozusagen hier 4x12 zu arbeiten, dann darf er das und dann hat er letzten Endes 3 Tage frei. Und glauben Sie mir eines, mir begegnen viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, die in der Gleitzeit sind und die wünschen sich das schon seit vielen Jahren, dass das letzten Endes auch ermöglicht wird. Und
Und überhaupt das Wichtigste für uns, und der Kollege Rosenkranz und ich haben das gestern vorgestellt, und wir haben es auch verhandelt miteinander. Und wir haben das Selbstbewusstsein als langjährige Parlamentarier, dass wir in der Lage sind, auch einen Antrag zu verhandeln. Also diese Unterstellungen, dass nur noch eine Regierungsvorlage sozusagen das Gelbe vom Ei ist und wir nicht in der Lage sein sollen, hier drinnen einen Antrag zu verhandeln, das weise ich auch zurück. Und wir haben im Abänderungsantrag klargestellt, es gibt die Freiwilligkeitsgarantie. Es steht den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern frei, Überstunden ohne Angabe von Gründen abzulehnen, wenn durch diese Überstunden die Tagesarbeitszeit, also von 10 Stunden beim Tag und 50 Stunden in der Woche, nicht überschritten wird. Das heißt, ohne Angabe von jeglichen Gründen. Und dann gibt es noch den Diskriminierungsschutz bezüglich Entgelt, Aufstiegsmöglichkeiten. Und es gibt auch letzten Endes den Kündigungsschutz, der hier im Gesetz verankert wird. Das ist das größte Recht, das wir einem einzelnen Arbeitnehmer letzten Endes auch zusprechen können, meine Damen und Herren. Wir greifen auch nicht ein in die bestehenden Kollektivverträge und in die bestehenden Betriebsvereinbarungen. Und es ist auch so, dass der Arbeitnehmer das Recht bekommt. Wir haben immer gesagt, wir sagen ja zu einer zusätzlichen Flexibilisierung, aber der Arbeitnehmer muss darauf vertrauen können, dass er entweder das Geld oder die Freizeit bekommt. Das ist im Gesetz jetzt klargestellt. Die Arbeitnehmer haben das Recht, selber zu bestimmen, ob sie das Geld haben wollen oder ob sie die Freizeit haben wollen. Das steht im Gesetz und nicht in den Erläuterungen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und abschließend kann ich nur sagen, kehren wir zur Sachlichkeit zurück, wenn es um dieses Thema geht. Dieses 1260, das wissen Sie ganz genau, und Sie haben sehr gute Gewerkschaftsvertreter in Ihren Reihen, das ist im Dauerbetrieb nicht möglich. Es ist die EU-Arbeitszeitrichtlinie, die dem ganz klar widerspricht. Es geht sie nicht aus. Und wer das nicht rechnen kann, der soll sich beim Professor Daschner melden. Ja? 17 mal 48 ist weniger als 17 mal 60, meine Damen und Herren. Und daher kann man nicht im Dauerbetrieb 60 Stunden in der Woche arbeiten. Und das will auch niemand in dieser Republik. Meine Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher, die Menschen in Österreich können auf eines vertrauen, dass diese Bundesregierung dafür sorgt, dass wir uns bei dem Thema weiterentwickeln, aber dass wir die Anliegen der Menschen ganz klar im Mittelpunkt haben. Der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch unserer Unternehmer. Es ist ein ausgewogenes Paket, das wir hier vorstellen, nach den Prinzipien, wir passen uns der derzeitigen Realität an. Wir führen auch manche aus der Illegalität heraus, würde ich einmal sagen. Wir machen das gesetzlich machbar, was bis dato nicht machbar war. Und wir handeln im Sinne von beiden. Es ist eine Win-Win-Situation für Dienstgeber und für Dienstnehmer. Beide werden von dieser Maßnahme profitieren. Diese Regierung setzt um, was sie angekündigt hat. Die SPÖ übe nur deshalb Kritik, weil sie selbst nicht an dem Gesetz mitgeschrieben habe, sagt August Wöginger von der ÖVP. 12-Stunden-Tage habe es schon bisher in Österreich gegeben und überdies sei die Freiwilligkeitsgarantie, die die Regierungsparteien in den Gesetzesentwurf eingebracht haben, unmissverständlich. Und wir bleiben bei der Regierung. Johann Gudenus, der geschäftsführende Clubobmann der FPÖ, ist am Wort. Ja, Herr Kollege Muchitsch, Ihre Einleitung zur heutigen dringlichen Anfrage war ja ein Appell der Sachlichkeit, ein Appell an das Herunterfahren der Emotionen. Vollkommen richtig, ist auch bei dem Thema wirklich geboten. Aber dann bitte sagen Sie das Ihren Gewerkschaftsfreunden. Ja? Sagen Sie das Ihren Freunden, diejenigen, die morgen auf die Straße gehen. Sagen Sie das Ihren... Angst. Sagen Sie das Ihren Freunden, die aus allen Bundesländern mit anscheinend Geldgeschenken die Leute nach Wien karren wollen, die sonst gar nicht kommen wollen und das Ganze auch nicht so ernst nehmen wie Sie anscheinend. Sagen Sie das Ihrer Panikmache-Abteilung in der Gewerkschaft. Sagen Sie das den Leuten, die hier eine Angstmache veranstalten und in Wirklichkeit die Sachlichkeit schon längst verlassen haben. Das sagen Sie denen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und beim Herrn Kollegen Kern fragt man sich schon, wer seine Rede wohl geschrieben hat. War es der Herr Fussi, war es der Herr Silberstein? Ja, weil so viel Unwahrheiten, nämlich auch absichtlich verdrehte Sachverhalte, die Sie dargestellt haben, ja, das passt ja auf keine Kuhhaut, Herr Kern. Und
ich wiederhole es, was auch der Herr Minister in der Beantwortung der Frage gesagt hat, aber auch mein Vorredner, der geschätzte Kollege Böginger. Es kommt kein 12-Stunden-Tag. Und ich frage mich, warum Sie noch immer diesen Aufkleber tragen, ein 12er durchgestrichen. Wahrscheinlich ist das mehr so ein 1er und ein 2er durchgestrichen, weil Sie wissen, dass Sie bei der nächsten Wahl weder Platz 1 noch Platz 2 erreichen werden. Das ist wahrscheinlich das, was eher zutrifft. Ja. Das steht jetzt schon fest. Also schon einmal das Bekenntnis, ja, wir streben weder Platz 1 noch Platz 2 an, weil es ist eh schon sinnlos bei der guten Arbeit, die die Bundesregierung die letzten Monate geleistet hat und die nächsten Jahre leisten wird. Ja, auch gut, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es kommt kein 12-Stunden-Tag und es bleibt natürlich auch der gesetzliche 8-Stunden-Tag. Das ist ganz klar so normiert, wurde ganz klar beantwortet und es ist gar nicht notwendig, weiter darüber zu diskutieren. Und ich frage mich schon, wie kann das sein, dass man eine, ich meine, das ist Ihr Recht, ja, ich gebe es zu, eine Sondersitzung bemüht, eine dringliche Anfrage stellt und morgen einen Verhörversuch zu veranstalten gegen etwas, was gar nicht geplant ist. Gegen etwas, was gar nicht geplant ist. Eine Chimäre. Sie treten auf gegen eine Chimäre, die es gar nicht gibt. Da fragt man sich schon, ist das noch ernst zu nehmen? Ja? Weil im Gegenteil, wir stehen ganz klar für den Arbeitnehmerschutz. Das wird noch konkretisiert und besser ausgeführt in der jetzigen Vorlage des Parlaments der beiden Regierungsparteien. Und es bleibt bei der gesetzlichen 40-Stunden-Woche sowie auch bei der Höchstarbeitszeit von 48 Stunden inklusive Überstunden. Dabei bleibt es auch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Unterschied ist nur, werte Kollegen von der SPÖ, der Unterschied ist nur, dass der Betriebsrat eben nicht mehr seine Macht ausüben kann und seine Kontrollfunktion. Das ist der Unterschied. Und das hat auch der Herr Muchitsch ehrlicherweise gleich anfangs seiner Rede gesagt. Ja, hui, der Betriebsrat wird entmachtet, das tut besonders weh. Und darum geht es Ihnen, dass Ihre noch halbwegs vorhandenen Machtstrukturen da im Hintergrund, ja, parallel zum Parlament und zur Regierung, etwas minimiert werden. Darum geht es Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Weil es geht Ihnen auch darum, dass nicht mehr das Kollektiv entscheidet über das Wohl des Einzelnen, sondern der Einzelne selbst entscheidet. Das sind Fremdwörter für Sie, ich weiß es. Nämlich Eigenverantwortung und Freiheit. Wir werden diese Wörter noch genauer beibringen die nächsten Jahre. Ja? Das sind Fremdwörter für Sie, aber diese beiden Wörter, Eigenverantwortung und Freiheit, sind bei uns ganz groß geschrieben. Und das soll auch so bleiben. Und das ist genau der Unterschied, warum Sie so laut schreien, warum Sie Leute nach Wien bemühen mit Geldgeschenken, hier eine Luxusdemo zu veranstalten nach dem Motto, ja, kommt alle her, die Reisekosten, egal wie hoch, kostet es, was Sie wollen, ja, die Anreisen, das, die Hotels, ja, das ist ja die Gewerkschaft so gewöhnt. Sie kommen mit der Stretch-Limousine nach Wien, wohnen im Fünf-Sterne-Hotel. Der einzige Unterschied ist, dass mittlerweile auch die Demonstranten so bedient werden. Das ist der Unterschied zu früher, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn wir jetzt dazu kommen, noch ganz kurz klarzustellen, warum hier eine Diskrepanz vorhanden ist, Herr Kern, zwischen dem, was wir die letzten Jahre gelebt haben und dem, was wir umsetzen. Die Diskrepanz ist nicht so groß. Sie haben vorher gesagt, der Plan A ist nicht das, was wir jetzt umsetzen. Es wird ganz klar auch aus dem Plan A herauszulesen sein, bei Gleitzeit sollen 12 Stunden tägliche Arbeitszeit möglich werden, jedoch nur, wenn als Ausgleich längere zusammenhängende Freizeitblöcke genommen werden können. Aus dem Plan A, sehr geehrter Kern. Weiter, Arbeitnehmerinnen sollen für jede Überstunde, die geleistet wurde, auch in Zukunft ihre Zuschläge bekommen. Ein Punkt aus Ihrem Plan A, Herr Kern. Also ich frage mich wirklich, wir sind gerade dabei, den einzigen Erfolg umzusetzen, den Sie in Ihrer kurzen politischen Karriere bisher verbucht haben oder verbucht werden können. Der einzige Erfolg, den einzigen Erfolg, den Plan A teilweise umzusetzen, nur noch besser, wegen der Prinzipienbetonung der Freiwilligkeit. Und sogar gegen Ihren eigenen Erfolg stimmen Sie mit Ihrer Debatte, und das ist wirklich eine Schande, Herr Kern. Der generelle 12-Stunden-Tag sei bloß Panikmache der SPÖ, sagt Johann Gudenus von den Freiheitlichen. Es bleibe eindeutig beim 8-Stunden-Tag und bei der 40-Stunden-Woche. Die morgen geplante Demonstration der Gewerkschaft bezeichnet Gudenus als Luxusdemonstration.
Und der Abgeordnete Muchitsch ist nochmal am Wort. Ich möchte berichtigen, nicht, dass irgendetwas falsch hier stehen bleibt. Der Abgeordnete Kutenos hat behauptet, dass es Geldgeschenke gibt für diejenigen, die bei der Demo teilnehmen. Ich stelle richtig, wir werden seitens des Österreichischen Gewerkschaftsbundes für unsere Mitglieder Busse und Sonderzüge dementsprechend anbieten, die bei der Demo teilnehmen. Und es gibt für insgesamt 39 Personen, welche dementsprechend auch mit der Abwicklung dieser Großdemo beauftragt werden, eine Nächtigung in Doppelzimmern zu 56 Euro pro Person. Das zu Tatsachen und zu den Geschenken, wie Sie es hier angeführt haben. Zu Wort gemeldet ist der Magister Loacker. Und der nächste reguläre Redner ist Gerald Loacker, der Sozialsprecher der NEOS. Herr Präsident, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus, die Arbeitszeitflexibilisierung. Eigentlich mehr oder weniger alle wollen sie. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen sie, weil sie sich die Zeit freier und besser einteilen können, weil sie ihre Familien- und Freizeitaufgaben besser mit dem Beruf abstimmen können und weil sie vielleicht auch mehr Freizeit am Stück konsumieren können. Viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wollen sie, weil man Auftragsspitzen leichter abarbeiten kann, weil die Arbeit dann erbracht wird, wenn auch diese zu erledigen ist im Betrieb und weil im Idealfall eben das Ergebnis mehr zählt als abgesessene Minuten. Und auch alle ernstzunehmenden Parteien wollen sie. Die SPÖ will die Arbeitszeitflexibilisierung im Plan A. Wir von den NEOS haben unseren Antrag in den Sozialausschuss eingebracht und wir haben einen Antrag von ÖVP und FPÖ vorliegen. Und warum läuft jetzt dieses gemeinsame Anliegen, warum läuft die Debatte über dieses gemeinsame Anliegen dermaßen aus dem Ruder und warum gehen die Emotionen so hoch, obwohl eigentlich alle ein gemeinsames Ziel haben, nur sich in den Details das anders vorstellen? Die Polemik wirklich auf beiden Seiten ist der Sache nicht dienlich. Ja, ich möchte schon festhalten, es darf nicht so getan werden, als ob in Zukunft jeder jeden Tag 12 Stunden arbeitet, jeder jede Woche 60 Stunden arbeitet. Und der Sachlichkeit ist auch nicht dienlich, wenn in der dringlichen Anfrage drinsteht Lohnraub, Freizeitraub, Gesundheitsraub. Das ist kein Beitrag zur Versachlichung der Debatte. Da wird der Teufel an die Wand gemalt und es ist in dieser Form nicht richtig. Flexibilisierung bedeutet eine andere Verteilung der Arbeitszeit. Das bedeutet nicht mehr Arbeit. Das sieht man auch an den europäischen Ländern, die flexiblere Modelle haben. Die arbeiten nicht notwendigerweise mehr und länger im Schnitt als die Österreicherinnen und Österreicher. Allerdings wird auf Seiten von ÖVP und FPÖ auch der Himmel auf Erden verheißen. Und auch das ist so nicht wahr. Wenn der Chef in der Produktionsfirma sagt, wir müssen nächste Woche 12 Stunden arbeiten, damit wir die Aufträge abarbeiten können, dann ist die Freiwilligkeit nicht vorhanden. Jeder Arbeitnehmer, der im Schichtdienst arbeitet, weiß das. Wenn der Chef sagt, nächste Woche müssen wir länger arbeiten, dann gibt es diese Freiwilligkeit nicht und die können Sie auch ins Gesetz hineinschreiben. Es findet im wirklichen Leben so nicht statt. Und da sollte man den Bürgerinnen und Bürgern reinen Wein einschenken auf beiden Seiten. Leider wird auf beiden Seiten aber ein Märchen erzählt, das mit der Wahrheit so viel zu tun hat wie die Geschichte von Rotkäppchen und dem Wolf. Das hätte nicht sein müssen. Die Mehrheitsfraktionen hätten einen Gesetzesentwurf einreichen können und diesen der Begutachtung unterziehen. Dann hätten nämlich Fachexperten, dann hätten Unternehmen, Arbeitnehmer und deren Organisationen sich zu Wort melden können und ihre Einwände vorbringen können. Der Nationalratspräsident hätte, wenn er über den Parteien gestanden wäre, den Antrag dem richtigen Ausschuss zuweisen können und dann wäre dort eine sachliche Debatte möglich gewesen. Dinge, die Sie jetzt mit Ihrem Abänderungsantrag nachjustieren, nämlich den Anspruch auf Zeitausgleich in ganzen Tagen, auf eine Stärkung der Betriebsvereinbarungen, das hat Kollege Gutenus offensichtlich noch nicht gelesen, was Sie da in Ihren Abänderungsantrag hineingeschrieben haben, ein Wegfall des von Ihnen ursprünglich verlangten überwiegenden persönlichen Interesses und die Diskussion über die Frage, ob jetzt Überstunden Zuschläge anfallen oder nicht, alles das hätte nicht sein müssen, wenn Sie dieses Gesetz einer vernünftigen Diskussion in einem vernünftigen Prozess unterzogen hätten. Aber
Mit Ihrer Dampfwalzenpolitik haben Sie Aufregung provoziert, haben Sie Demonstrationen provoziert und natürlich Sie haben sich gerne provozieren lassen, das muss man auch sagen. Zum Gesetz selbst. Ein ganz wesentlicher Punkt ist bei dem, was Sie hier vorgeschlagen haben, meines Erachtens zu wenig beleuchtet worden. Nämlich die Vollausnahmen aus dem Arbeitszeitgesetz werden wesentlich ausgedehnt. Und zwar sagen Sie selbst in einer Erläuterung, und Sie wollen bis zur dritten Führungsebene eines Unternehmens hinunter die Mitarbeiter aus dem Arbeitszeitgesetz ausnehmen. Und da diskutieren wir dann nicht über 10 oder 12 Stunden. Da gilt dann gar keine Grenze mehr. Da gibt es auch keine Wochenendruhe und keine Nachtruhe, die vorgeschrieben ist, bis in die dritte Führungsebene. Und das betrifft auch die Führungskraft Andrea, die Minister Blümel da zitiert hat. Die hätte eine Vollausnahme vom Arbeitszeitgesetz, ohne irgendeine Grenze. Die betrifft das mit der Flexibilisierung dann gar nicht mehr. Einmal ganz abgesehen davon, dass mit der Neufassung der Textierung im Gesetz, wer denn jetzt vom AZG überhaupt ausgenommen ist und wer nicht, die so unscharf ist, da provozieren Sie jahrelange gerichtliche Auseinandersetzungen, bis wir wieder so viel Judikatur haben, dass die Unternehmen und die Arbeitnehmer wissen, wer ist jetzt vom Arbeitszeitgesetz erfasst und wer ist ausgenommen. Das macht eine Regierung, die sich auf die Fahnen geheftet hat, Entbürokratisierung zu wollen. Und in Wirklichkeit sorgen sie jetzt für Rechtsunsicherheit bei den Unternehmen und bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das hätte nicht sein müssen. So kann man ein gemeinsames Anliegen aller Parteien, die Arbeitszeitflexibilisierung, auch kaputt schießen. Sie schaffen es gerade, dieses gemeinsame Anliegen kaputt zu schießen und diesem Anliegen die Unterstützung in der Bevölkerung zu entziehen mit ihrer Dampfwalzenpolitik, und sie merken es nicht einmal. Die Neos sitzen in dieser Debatte, wie schon die letzten Wochen gezeigt haben, in gewisser Weise zwischen den Stühlen. Sie sind zwar inhaltlich für eine Arbeitszeitflexibilisierung, wie von den Regierungsparteien vorgeschlagen, kritisieren aber, wie auch jetzt durch Gerald Lorkert, den Prozess der Gesetzeswerdung und vor allem die Polemik auf beiden Seiten, also sowohl bei Regierungsparteien als auch bei der SPÖ. Und am Wort ist jetzt die Sozialsprecherin der Liste Pilz, Daniele Holzinger-Vogtenhuber. In den Vordergrund, das Kollektiv in den Hintergrund gerückt werden. Ich kann es Ihnen schon sagen, ein Einzelner ist immer schwächer als das Kollektiv. Und das ist genau das, was diese Bundesregierung erreichen will, den Einzelnen zu schwächen und das Kollektiv zu beschneiden. Aber wissen Sie, was ich mich frage? Sie sagen, wie kann es sein? Ich frage mich auch, wie kann es sein, dass wir bei dieser Debatte über die Ausweitung auf einen 12-Stunden-Arbeitstag weder an unserer Seite einen Bundeskanzler haben, der dies zu verantworten hat, und noch die Arbeits- und Sozialministerin Hartinger-Klein ihrer Fraktion hier sitzen haben. Das ist ihre Kompetenz, das ist ihre Aufgabe, und sie bemüht sich nicht einmal hier an dieser Debatte teilzunehmen. Ich möchte zurückkommen auf den 14. Juni. An diesem Tag sind zwei entscheidende Dinge passiert. Zum einen der Ankick der Fußball-WM, ein Ereignis, das unbestritten hunderttausende Menschen in Österreich live mitverfolgt haben. Und auf der anderen Seite, am Abend des 14. Juni, ein heimtückischer Antrag dieser Regierungsfraktionen, gut getarnt eben durch diese WM, dem Hohen Haus vorgelegt worden ist. Ein Antrag, der als Anschlag auf die Freizeit, auf die Gesundheit, auf das Familienleben von 3.733.200 unselbstständigen Erwerbstätigen zu werten ist. Und ich sage diese Zahl ganz bewusst, weil es ein logistischer Anschlag auf jeden und jede einzelne Betroffene ist. Wir haben heute noch die Möglichkeit, für ein bisschen Öffentlichkeit dahingehend zu sorgen, und ich möchte das auch machen und die beiden Herrschaften auch beleuchten, die uns diesen Antrag vorgelegt haben. Auf der einen Seite Abgeordneter Peter Haubner, Geschäftsführer der Haubner und Haubner KG und nebenbei ÖVP-Abgeordneter. Und in diesem durchaus lukrativen Nebenberuf scheint Kollege Haubner immer wieder vorne dabei zu sein, wenn es darum geht, mit Gesetzen, was die Arbeitszeit oder die Freizeit betrifft, dementsprechend auf dem Rücken der Mitarbeiter Profit zu machen. Ja, und auch sein Freund und Mitverfasser in den Reihen der FPÖ, Kollege Wolfgang Klinger, von der selbsternannten Partei des kleinen Mannes.
Also finanziell natürlich nicht Teil dieser Gruppe, aber in seiner Tätigkeit als Abgeordneter, als Transport- und Bauunternehmer, Gastwirt und Bürgermeister ist auch er dafür, dass seine Mitarbeiter in der Gemeinde, egal ob Kindergartenpädagoginnen, Hort- oder Grappelstubenpädagoginnen, weiter 12 Stunden oder in Zukunft 12 Stunden arbeiten müssen. Und natürlich im Gaststättenbetrieb auch Ruhezeiten eingeschränkt werden. Ich gratuliere Ihnen ebenfalls zu diesem Vorstoß in Ihrem eigenen Interesse. Worum es also bei diesem Antrag geht, ist das Interesse von Unternehmern und das ist das Interesse von koalitionären Parteispendern. KTM-Chef Pira spendet 500.000 Euro, sagt 12 Stunden müssen möglich werden und sie liefern wie bestellt. Sie sehen also, dieser Antrag, der vorliegt, wurde von Wirtschaftstreibenden formuliert, ja, und er fördert auch die Interessen dieser und missachtet die Bedürfnisse von Arbeitnehmerinnen in diesem Land. Extrem konsequent und deshalb ist auch dieser Antrag, der vorliegt, in einer klaren, in einer harten Sprache formuliert, der einfach eine einseitige Profitmaximierung darstellt und nicht die Lebensrealität von Arbeitnehmerinnen und von Familien in Österreich abbildet. Ich möchte aber von der anderen Seite anfangen. Warum gibt es überhaupt Tageshöchstarbeitszeiten? Warum gibt es überhaupt Wochenhöchstarbeitszeiten? Es soll die Gesundheit geschützt werden. Es sollen Arbeitsunfälle verhindert werden. Arbeitsfähigkeit bis zum Pensionsalter erhalten bleiben. Ja, und letzten Endes soll gesichert werden, dass man arbeitet, um zu leben und nicht nur lebt, um zu arbeiten. Soll heißen, es geht um die Lebensqualität der Betroffenen. Aber was wird passieren, wenn Sie Ihr Gesetz durchsetzen? Wenn Sie hier ohne Kompromiss weiter in diese Richtung marschieren? Dann werden die Menschen in unserem Land und die betroffenen Arbeitnehmerinnen im roten Bereich gefahren werden. Wir wissen aus wissenschaftlichen Ergebnissen, massive körperliche und psychische Belastungen, psychische Erkrankungen nehmen immer weiter zu. Ein Bericht des Sozialministeriums hat genau das belegt. Über 1.800 Fälle an Erkrankungen, wo jetzt aktuell Menschen aufgrund von arbeitsplatzbezogenen Krebserkrankungen sterben. Das alles wird zunehmen und werden Sie mit Ihrem Gesetz weiter befördern. Unfallrisiko wird weiter steigen. 10-Stunden-Tag Unfallrisiko, 15% Steigerung. 12-Stunden-Tag Unfallrisiko, Steigerung von 38% gegenüber einem Normalarbeitstag. Wollen Sie das? Ist das das, was Sie erreichen möchten? Und die externen Kosten dann auf die Betroffenen und ihre Familien auszulagern. Also ich kann das überhaupt in keinster Weise nachvollziehen. Hier durch Ihr Gesetz wird Verletzungsgefahr weiter befördert. Ja, und Sie wollen die Arbeitszeit auch auf Kosten der Arbeitsfähigkeit ausweiten. 12 Stunden Arbeitstag gesetzlich verankern, nach 40 Arbeitsjahren heißt es dann Alterszeit. Nein, heißt es auch nicht mehr, weil Altersteilzeit wird dementsprechend beschnitten werden. Es wird auch nicht mehr möglich werden, in Altersteilzeit zu gehen, wenn die körperliche Leistungsfähigkeit es einfach nicht mehr hergibt. Sie schrauben das extrem zurück und verunmöglichen es fast in unserem Land. Menschen stehen vor körperlichen Kollaps und es gibt ein Schreiben eines Wiener Krankenhauses, Göttlicher Heiland Krankenhaus in Wien. Das ist an alle Abgeordneten dieses Hauses ergangen. Und sie laden sie ein, sehen Sie sich mal die Lebensrealität der Menschen an. Sehen Sie sich an, wie es zum Beispiel Mitarbeiterinnen in Krankenhäusern geht, die in der Krankenhausküche arbeiten. Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius, körperliche Schwerstarbeit. Dieses Krankenhaus hat sie eingeladen, sich nächste Woche dort umzusehen, mitzuhelfen und sich ein Bild zu machen von dem, was sie umsetzen wollen. Weil zukünftig wird es heißen, Schichtbeginn 5.45 Uhr, Dienstbeginn 6 Uhr, 18.30 Uhr Ende und dazwischen eine halbstündige unbezahlte Mittagspause. Nehmen Sie die Einladung wahr, gehen Sie zu diesen Menschen und schieben Sie nicht ein starres System über alle Branchen drüber. Egal ob körperlich anstrengende Tätigkeit oder Büroarbeit, sie drücken alle Arbeitnehmerinnen in diesem Land in ein einheitliches System rein. Und ich höre aus Ihren Reihen immer wieder mal Zwischenrufe, ist ja eh freiwillig und wir machen es ja eh freiwillig und es wird ja dieses Freiwilligkeitsprinzip geben. Diese Freiwilligkeitsgarantie, die Sie festschreiben wollen, ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben sein wird. Weil es niemals Augenhöhe gibt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Weil es niemals einen Anspruch geben wird, hier wirklich Nein zu sagen. Die betriebliche Praxis zeigt das jeden Tag. Sie zeigt es jeden Tag. Sie sehen immer wieder, Arbeitnehmer nehmen aus Rücksicht auf das Betriebsklima
aus Rücksicht auf die eigenen Arbeitskollegen sich zurück und beschneiden sich selbst ihre Freiwilligkeit, weil sie Angst haben, den eigenen Job zu verlieren und weil sie Angst haben, nicht mehr Schritt halten zu können mit eventuell jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die keine Familie haben, für die sie eventuell hier Zeit brauchen und sich voll und ganz in den Job stürzen. Sie schreiben kein Recht fest für Arbeitnehmerinnen diesbezüglich, überhaupt Freizeitblöcke in Anspruch nehmen zu können. Gibt's nicht, steht nicht im Gesetz. Ja, und zu guter Letzt erhöhen Sie die Arbeitszeit natürlich auch auf Kosten von Familienzeit und Kindern. Es gab heute eine Aussendung des Präsidenten des katholischen Familienverbandes, Alfred Trendl. Und dieser schreibt in seiner Aussendung, Kinder brauchen Zeit, Stabilität, Verlässlichkeit und sollen nicht Spielfiguren beliebig hin und her geschoben werden. Sie werden zukünftig einen 12-Stunden-Arbeitstag machen. Und wenn wir gemeinsam nachrechnen mit der weiteren Erweiterung der zumutbaren Wegzeit, die Sie ebenfalls einführen wollen von 2,5 Stunden, dann komme ich zusammen auf 15 Stunden. Und wenn Sie, Herr Vizekanzler, dann davon sprechen, dass momentan Elternteile kaum mehr die Möglichkeit haben, ihren Kindern einen guten Nachtkurs zu geben, aktuell, ja, dann schaue ich mir das an bei einem 15-Stunden-Tag, den ich unterwegs bin, bis dass ich wieder zu Hause bin bei meiner Familie. Das wird nicht mehr möglich werden. Wir haben aktuell eine Situation, wo viele Frauen überhaupt nicht Vollzeit arbeiten gehen können, weil es die Kinderbetreuungseinrichtungen nicht gibt. Es gibt nur 10% der Kindergärten in Österreich, die überhaupt bis 18 Uhr offen haben. Was werden Sie hier tun? Was machen Sie? Ab jetzt auch flexible Kinderbetreuungszeiten, dass die Kinderpädagogin dann einspringt und 12 Stunden Arbeit leistet, wenn es von den Unternehmen gewünscht ist. Ich möchte daher, Sie loben sich und Sie sagen, die Arbeitnehmer wünschen sich dieses Gesetz. Unser Minister Blümel hat erwähnt, den Genuss der Flexibilität zu genießen. Dann trauen Sie sich, die Bevölkerung zu befragen. Trauen Sie sich dementsprechend als Heiland der direkten Demokratie und als Partei des kleinen Mannes die Bevölkerung zu befragen. Daher stelle ich den Antrag der Abgeordneten Daniela Holzinger-Vogten über Kolleginnen und Kollegen. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat ehestmöglich eine Regierungsvorlage zuzuleiten, in der festgehalten wird, dass bei Gesetzen, die einen Eingriff in Arbeits- und Sozialrechte von Arbeitnehmerinnen, beispielsweise das Arbeitszeitgesetz darstellen und denen keine sozialpartnerschaftliche Einigung zugrunde liegt, der Bevölkerung die Möglichkeit gegeben wird, eine Volksabstimmung über das betreffende Gesetz zu verlangen. Werte FPÖ und werter Vizekanzler Strache, als selbsternannte Partei der Mitbestimmung, scheuen Sie dieses Urteil nicht und trauen Sie sich, die Wählerinnen und Wähler darüber abstimmen zu lassen. Vielen Dank. Politik auf dem Rücken des Einzelnen sieht Daniela Holzinger-Vogtenhuber von der Liste Pilz im Vorschlag der Regierungsfraktionen. Die Freiwilligkeitsgarantie, die FPÖ und ÖVP angekündigt hätten, sei das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sei. Und Holzinger-Vogtenhuber schlägt auch eine Volksabstimmung zu diesem Thema vor. Am Wort ist jetzt Dietmar Keck von der SPÖ. All das, was die Gewerkschaften und Kammern sagen, ist eine Lügenpropaganda, entspricht der Unwahrheit. Sie haben das nicht. Ich verstehe dann nicht, wieso steht in diesem Initiativantrag drin, in § 4b Absatz 4 wird die Zahl 10 durch die Wortfolge 5-mal pro Woche bis zu 12 und die Wortfolge nicht zu überschreiten durch Betragen ersetzt. Das heißt, ich habe hier den 12-Stunden-Tag. Und wieso steht dann in § 7 Absatz 5 letzter Satz, sowie § 8 Absatz 1 und 2 wird jeweils das Wort 10 durch das Wort 12 ersetzt. Also wenn es keinen 12-Stunden-Tag gibt, wie Sie es sagen, dann ziehen Sie diesen Antrag zurück. Wir können ihn hier zerreißen, es gibt ihn nicht. Oder Sie haben hier am Rednerpult die Unwahrheit gesagt, Kollege Gudenus. Aber Kollege Wöginger, August, wenn du dir schon von unserem Christian Kern die Arbeitszeit nicht erklären lässt, wie du es hier gesagt hast, dann erkläre ich sie dir als Arbeiter. Und ich erkläre dir, was gesundheitsschädlich ist und was nicht gesundheitsschädlich ist. Und ich habe sehr lange als Arbeiter im Schichtbetrieb auch Schwerarbeit geleistet. Und ich habe jeden Schichtrhythmus durchgenommen, meine Damen und Herren. Egal, ob es eine Dreier-Schicht war, eine Vierer-Schicht war, eine Zwölferall war. Ich habe alles durchprobieren müssen, muss ich jetzt sagen dazu, weil es diese Schichtvarianten gegeben hat. Und ich weiß, welche Schichtvarianten wirklich die körperlich schwersten waren mit der Arbeit. Es war das Zwölferall und nichts anderes. Aber wir haben bei uns durch Betriebsvereinbarungen, durch gute Belegschaftsvertreter, die wir gehabt haben, Vereinbarungen getroffen, dass wir lange Freizeitblöcke haben. Ich habe am 30. Juni
wenn ich das heutige Datum in 2018 gewusst, wie ich am 30. Juni 2019 arbeiten werde, was jetzt mit diesem Initiativantrag nicht passieren wird. Weil jetzt kann der Chef zu mir kommen und kann sagen, pass auf, du bleibst mir da, ich brauche die 12 Stunden, weil wir arbeiten just in time und der Auftrag muss heute noch rausgehen. Und ich bringe dir ein Beispiel, lieber August. Da gibt es den Josef aus Nebelberg. Der muss um 3.30 Uhr in der Früh aufsteigen. Weil um 4 Uhr muss er wegfahren, weil das ist die Abfahrt in die Arbeit, weil da geht der sogenannte Schichtbus weg. Du weißt, dass wir sie so nennen und es gibt einen Pendlersprecher herin, der das auch bestätigen wird. Da geht der Schichtbus weg, um 5.30 Uhr hat er dann die Ankunft in der Arbeit, eine halbe Stunde hat er Zeit, er muss sich umziehen, muss sich dann zum Arbeitsplatz begeben, um 6 Uhr ist Arbeitsbeginn, um 9.30 Uhr hat er 15 Minuten Pause, natürlich unbezahlt, weil bezahlte Pausen gibt es ja nicht. Um 12.30 Uhr hat er dann 30 Minuten Mittagspause, selbstverständlich unbezahlt, weil eine bezahlte Mittagspause gibt es ja nicht. Und um 16 Uhr hat er dann wieder 15 Minuten Pause, wenn er 12 Stunden arbeitet, selbstverständlich unbezahlt, weil bezahlte Pause gibt es ja nicht. Um 19 Uhr ist dann Arbeitsende, weil diese eine Stunde Pause, die er hat, die muss er natürlich einarbeiten, die kriegt er nicht geschenkt vom Unternehmen. Um 19 Uhr ist Arbeitsende, da muss er noch duschen gehen, weil er schmutzig wird bei der Arbeit, weil er Schwerarbeit hat. Um 19.30 Uhr kann er endlich nach Hause fahren, trifft um 21 Uhr zu Hause ein, er kann gerade noch Abendessen, sich niederlegen, dann hat er 6 Stunden Schlaf, weil um 3.30 Uhr geht schon wieder in Tee, da muss er schon wieder aufsteigen, weil er zum nächsten 12 Stunden Arbeitstag gehen muss. Und ich frage dich, August Wöginger, du warst Betriebsratsobmann beim Roten Kreuz. Und du hast uns gesagt, du hast eine Betriebsvereinbarung unterschreiben müssen für 60-Stunden-Wochen. Dann sag aber, was für eine Betriebsvereinbarung, dass du unterschrieben musst für die 60-Stunden-Wochen. Es war die Betriebsvereinbarung, wenn eine Arbeitsbereitschaft zu mehr als 40% der Arbeitszeit besteht, dann besteht die Möglichkeit, eine 60-Stunden-Woche zu arbeiten. Und was heißt denn Arbeitsbereitschaft? Der kann, und ich sage es jetzt nicht böse, aber der kann sich ausruhen, der hat jetzt keinen Dienst, der sitzt in der Zentrale drinnen, kann dort von mir aus seinen Kaffee trinken oder sonst was tun, aber im Produktionsbetrieb hakelt er die 12 Stunden durch. Da geht nichts anderes. Und meine Damen und Herren, ich möchte wirklich wissen, ein Betriebsratsvorsitzender aus Tirol hat den Herrn Vizekanzler und den Herrn Kanzler, leider ist er jetzt rausgegangen, eingeladen in den Betrieb dieser Kirserei zum Arbeiten. Und der Herr Vizekanzler hat ihm wissen lassen, aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Er arbeitet ja auch 12 Stunden am Tag und länger als 60 Stunden in der Woche. Aber meine Damen und Herren, ich frage Sie schon jetzt was. Wenn ich in der Früh vom Chauffeur mit Dienstauto abgeholt werde, ins Büro gefahren werde, dann habe ich eine Besprechung im Büro, dann habe ich irgendwo ein Referat zum Halten mit einer 4 Stunden, 20 Minuten, dann ist vielleicht ein kleines Buffet, dann gehe ich in die nächste Besprechung rein und dann so vollende ich meinen 12-Stunden-Tag und das vergleiche ich mit 12 Stunden in einer Gießerei, meine Damen und Herren. Also ich sage, ich arbeite länger. Das ist doch wirklich ein Witz, was da hier gesagt wird und was gemacht wird, wie hier mit den Arbeiterinnen und Arbeitern umgegangen wird, meine Damen und Herren. Und ich kann nur eines sagen. Wenn Sie es ehrlich meinen, jeder Einzelne von euch ist von mir eingeladen. Er sollte jetzt einmal 4-5 Wochen am Hochofen oder im Stahlwerk der Föstalpine 12 Stunden am Tag arbeiten, unter den Bedingungen, wie es die Beschäftigten dort haben, mit der Bezahlung, wie es die Beschäftigten dort haben, dann vergeht euch der Antrag auf einen 12-Stunden-Tag, dann werden Sie ihn mit ruhigem Gewissen wieder zurückziehen. Dietmar Keck von der SPÖ weist eindrücklich auf die Unterschiede der Arbeitsbedingungen in verschiedenen Bereichen und Branchen hin, insbesondere im Bereich der schweren körperlichen Arbeit. Und am Wort ist jetzt Peter Haubner, der Wirtschaftssprecher der ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren auf der Regierungsbank, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Muchitsch, in einer Hinsicht möchte ich mal. Ich spreche mit dem Kollegen Muchitsch. Herr Kollege Muchitsch, in einer Hinsicht möchte ich einmal sagen, diesen Unternehmer aus dem Wirtschaftsbund, den du zitiert hast, vertrete ich nicht. Und der ist auch nicht mehr Mitglied des Wirtschaftsbundes. Das nur einmal am Anfang. Zum Zweiten, du hast Sachlichkeit eingefordert. Nur Sachlichkeit heißt nicht immer, dass alles richtig ist. Möchte ich auch feststellen. Und es wird auch Zeit, dass man die Geschichte der Arbeitszeitflexibilisierung einmal nach den Fakten anschaut. Und es war so, dass das Arbeitsprogramm der Regierung aus dem Jahr 2017 vorgesehen haben, dass wir den Mindestlohn und die Arbeitszeitflexibilisierung, die Betonung liegt auf und die Arbeitszeitflexibilisierung liefern, die Sozialpartner. Und falls bei beiden Themen keine Lösung gebracht wird, dann wird die Regierung eine Lösung bringen. Das war nicht der Fall. Wir, die Wirtschaft,
haben den Mindestlohn von 1.500 Euro gebracht. Das heißt, wir haben Wort gehalten, meine Damen und Herren. Die Gewerkschaften haben die bereits erzielte Einigung, und die Einigung war fast vor dem Abschluss, über die flexiblen Arbeitszeiten haben sie nicht eingehalten, und die haben sie in letzter Sekunde, sei es aus wahltaktischen Gründen oder aus Gründen der Teilgewerkschaften oder irgendwas, haben sie diese platzen lassen. Für mich sieht Verantwortung tragen anders aus, meine Damen und Herren. Und darum muss ich auch ganz deutlich sagen zu Ihnen, Sie haben Ihre Chance gehabt, aber Sie haben sie nicht genutzt. Und sich heute hier herzustellen und die 12-Stunden-Regelung, die wir hier ausgearbeitet haben, zu verteufeln, das ist schon eine besondere Chuzpe, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn was jetzt auf dem Tisch liegt, ist ein Gesetz, das in vielen Punkten das beinhaltet, was wir damals besprochen haben und auch schon ausverhandelt haben. Also verstehe ich ehrlich gesagt diese Aufregung nicht. Und es ist ein Gesetz, das es möglich macht, dass wir flexibel arbeiten. Und ehrlicher Kern, um Ihre Glaubwürdigkeit wiederzuerlangen, würde ich Ihnen vorschlagen, Sie gehen in die Kirche und Sie zitieren nicht die Kirche. Das wäre besser in diesem Fall. Schauen Sie, ich könnte Ihnen auch zig Beispiele zitieren von Menschen, die uns geschrieben haben, aus Marketingabteilungen, aus Projektarbeiten, die froh sind, dass sie sagen, okay, sie können 8, 10, 12 Stunden arbeiten und dann haben sie die 4-Tage-Woche und können am Freitag zu Hause bleiben und haben mehr Freizeit. Es gibt viele Beispiele. Es gibt auf der einen Seite Beispiele, es gibt hier Beispiele. Was wir wollen, ist einfach mehr Flexibilität und mehr Freiheit für beide Seiten, für die Unternehmer und für die Arbeitnehmer. Und Sie haben es ja auch angesprochen, in Zeiten der Digitalisierung und in Zeiten der Globalisierung ist es natürlich notwendig, Homeoffice, E-Mails, Social Media, Sie kennen das alles. Das ist einfach, wann und wo wir arbeiten, das verändert sich komplett und deshalb brauchen wir diese Flexibilität. Und meine Damen und Herren, wir wollen eine flexiblere Verteilung der Arbeit und keine Verlängerung der Arbeitszeit, dass das auch einmal ganz klar angesprochen ist. Und mit Angst machen, Panik machen und skandalisieren wird man keinen Staat machen. Fragen Sie einmal die Arbeiter da unten, die ihre Tribüne aufbauen für morgen. Fragen Sie mal, wie die lange heute arbeiten müssen, dass diese Tribüne steht. Ich glaube nicht, dass die das unter 12 Stunden schaffen werden. Eher werden sie 14 Stunden dafür brauchen. Und eines möchte ich auch noch zum Thema, lieber Josef Muchitsch. Wir kennen uns sehr lange und wir haben viel gemeinsam verhandelt. Und wir haben auch viele gemeinsame gute Punkte gemacht. Aber immer die Sozialpartnerschaft dann zu strapazieren, wenn ihr sie braucht, das ist der falsche Weg. Weil ihr wart die, die die Sozialpartnerschaft verlassen haben, wie es vor der Wahl darum gegangen ist, die Angleichung von Arbeiter und Angestellte durchzuziehen. Da jetzt darüber zu jammern, dass wir das machen, was ihr gemacht habt, das finde ich auch mehr als unglaubwürdig. Und es wird einen neuen Ansatz der Sozialpartnerschaft brauchen, denn gebe ich dir, gibst du mir, das hat ausgedient. Es geht um den Standort Österreich, es geht um eine moderne Standortpartnerschaft und da sind beide Seiten gefragt. Und wenn wir uns die Situation, wir haben es ja heute schon öfter gehört, der Arbeitszeit in Österreich anschauen, dann ist es ja nicht so, dass es nicht heute so ist, dass alle nur 8 Stunden arbeiten. Es ist ja so, dass es in 50% der Fällen heute schon Vereinbarungen gibt, wo über 10 Stunden gearbeitet wird. Und da ist die Gewerkschaft einverstanden. Und mir kommt eben immer so vor, also mit der SPÖ und den Gewerkschaften ist 12 Stunden Arbeit gesund und ohne SPÖ und ohne Gewerkschaft ist 12 Stunden Arbeit ungesund. Und das ist auch nicht zulässig, meine Damen und Herren. Und wenn Sie heute von den Betriebsräten sprechen, ich schätze sehr viele Betriebsräte und kenne auch sehr viele. Aber es gibt heute sehr viele Betriebe, wo es keine Betriebsräte gibt. Die sind es, das sind die kleinen und mittleren Betriebe, die hervorragend funktionieren. Deshalb, weil der Chef und die Mitarbeiter sich das ausmachen, weil es familiengeführte Betriebe sind. Weil der Chef, das weiß, der kennt der Familie, der kennt den Familienbetrieb und behandelt seine Mitarbeiter wie die Familienmitglieder. Und
weiß er, dass die Mitarbeiter für die Familie Zeit brauchen. Und deshalb ganz ehrlich, lassen wir denen das über, dass sie in Freiheit diese Flexibilität leben können, zum Wohle der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. Ja, die Mitarbeiter, und das, glaube ich, können wir Unternehmervertreter und Unternehmer wirklich sagen, sind unser wichtigstes Kapital. Und wir wissen, was wir an unseren Mitarbeitern haben, und wir investieren in Ausbildung, und auf gute Rahmenbedingungen in unseren Betrieben legen wir hohen Wert. Und ich frage mich wirklich, ob die SPÖ und die Gewerkschaft noch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten. Denn wenn 75% der Österreicherinnen und Österreicher flexible Arbeitszeiten wollen, dann sind sie voll daneben, meine Damen und Herren. Und deshalb sage ich auch ganz deutlich, wir sind angetreten, um Österreich moderner zu machen. Und dazu gehört mehr Flexibilität und mehr Freiheit. Und genau das setzen wir um, meine Damen und Herren. Es gehe um Flexibilisierung der Arbeitszeit, nicht um Verlängerung, sagt Peter Hautner von der ÖVP. Die Sozialpartnerschaft habe ihre Chance gehabt, ein eigenes Konzept vorzulegen, sei daran aber gescheitert. Und erneut mit einer tatsächlichen Berichtigung am Wort ist Josef Muchitsch von der SPÖ. Er hat behauptet, es gibt eine Einigkeit, oder es hätte eine Einigkeit auf Sozialpartnerebene gegeben. Wenn das noch einmal behauptet wird, bin ich bereit, das Protokoll des Nichtscheiterns dementsprechend zu veröffentlichen, weil Fakt ist, dass es auf Arbeitnehmerseite keinen einzigen Punkt gegeben hat, die wir gefordert haben, wo die Arbeitgeber zugestimmt hätten. Aus diesem Grund ist es gescheitert. Und wenn das noch einmal passiert, wird dieses Protokoll veröffentlicht. Ich stelle weiter richtig. Herr Präsident, ich stelle weiter richtig. Herr Abgeordneter Haubner hat behauptet, beim Angleich Arbeiterangestellte ist das ohne Sozialpartner erfolgt. Ich stelle richtig, wir haben hier im September einen Initiativantrag eingebracht, mit Oktober einen Beschluss gefasst mit einer 3-Jahres-Übergangsfrist, wo mit Zustimmung der FPÖ, der Grünen und der SPÖ ganz klar die Umsetzung der Übergangsfristen betreffend Kündigungsfristen, Angleichung, Arbeiterangestellte auf 3 Jahre festgelegt wird und auf die KV-Ebene zurückverlagert wurde, wo Branchen wie Tourismus, Bauwirtschaft ausgenommen worden sind und wo für die Arbeitgeber die gesamte Auflösungsabgabe abgeschafft wurde als Gegenfinanzierung. Nur zur Richtigstellung. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Hauser. Gerald Hauser von der FPÖ ist der nächste Redner. Danke, Herr Präsident. Geschätzter Herr Minister, geschätzte Frau Staatssekretärin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen und auch vor den Fernsehbildschirmen, habe die Debatte bis jetzt also mit Interesse verfolgt und kann eines feststellen, dass die linke Opposition, NEOS natürlich ausgenommen, dass die linke Opposition hier einen Klassenkampf vonstatten gibt, den es überhaupt nicht gibt. Sie zeichnen ein Bild, angefangen vom nicht anwesenden Altbundeskanzler Kern, das wie folgt ausschaut: Hier auf der einen Seite die bösen Unternehmer und auf der anderen Seite die ausgebeuteten Arbeitnehmer. Bitte, geschätzte Kolleginnen und Kollegen von der linken Seite, dieses Bild gibt es nicht. Das entspricht auch überhaupt nicht ansatzweise der Wahrheit. Das ist grundsätzlich vollkommen falsch. Wissen Sie, was der Erfolg der österreichischen Wirtschaft, der florierenden österreichischen Wirtschaft ist? Die Zusammenarbeit im Unternehmen zwischen der Unternehmensführung und den Mitarbeitern. Jedem Unternehmer, den Sie dieses von Ihnen gezeichnete gesellschaftspolitische Bild unterstellen Sie, dass die Unternehmer dumm sind. Unternehmer sind nicht dumm. Unternehmer sind selbstständig, die selbst und ständig auch mitarbeiten. Und das grundsätzlich rund um die Uhr. Das ist also die eine Sache, die wir nie aus den Augen verlieren dürfen. Und Sie schauen auf die Mitarbeiter. Der Erfolg, bitte, kann ja nur zustande kommen, wenn man engagierte Mitarbeiter hat. Jeder Unternehmer wäre doch blöd, wenn er nicht auf seine Mitarbeiter schauen würde. Also den wirtschaftlichen Erfolg unseres Wirtschaftsstandortes Österreich, den gibt es nur deswegen, weil die Unternehmer hervorragende Mitarbeiter haben und auf diese Mitarbeiter schauen und diese Zusammenarbeit leben. Das ist unser Erfolgsmodell.
Und dazu gibt es heute ein höchst interessantes Interview vom neuen ÖGB-Präsidenten Wolfgang Katzian in der Presse, Seite 6. Aus diesem Presseartikel möchte ich zitieren, weil nämlich der Präsident genau mir recht gibt, meine Worte mit unterschreibt. Auf die Frage hin der Presse, wenn man Gewerkschaftern zuhört, hat man den Eindruck, alle Chefs sind böse und quetschen ihre Mitarbeiter aus, wo es nur geht. Ist es wirklich so schlimm? Die Antwort vom neuen ÖGB-Präsidenten: Ich glaube, dass in der großen Mehrheit der Unternehmen gemeinsam versucht wird, Dinge zu tun, die der Firma zum Erfolg verhelfen. Genau das ist es, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Also, Sie sagen selber, dass die große Mehrheit in den Unternehmen zusammenarbeiten und damit auch den Erfolg sicherstellen. Interessant, Sie zitieren auch eine Aussage vom ehemaligen Präsidenten Anton Peña, der richtigerweise festgestellt hat, du musst die Kuh melken, aber nicht erschlagen. Umgekehrt gilt das genauso. Die Mitarbeiter haben nur dann sichere Löhne und Einkommen, wenn es im Unternehmen gut geht. Und das ist der springende Punkt. Leider Gottes, geschätzter Herr Kollege, ÖGB-Präsident, widersprechen Sie sich im selben Absatz. Es geht im Interview weiter. Und Sie sagen, aber mit dem neuen Gesetz darf der Chef die 11. und 12. Arbeitsstunde anordnen. Sie wissen, heute mehrmals festgestellt, das stimmt nicht. Hier haben wir das Freiwilligkeitsprinzip eingeführt. Wieso sprechen Sie im Interview die Unwahrheit? Und Sie sagen weiter, und das wird er auch machen, egal wie gut das Betriebsklima ist. Also, im selben Absatz, ein paar Zeilen vorher sagen Sie, der Erfolg besteht darin, dass man zusammenarbeitet weiter, und da sagen Sie, ein Unternehmer fährt drüber. Also, das ist der Widerspruch, den Sie nicht auflösen können und auch nicht auflösen werden. Zusammenfassend, im neuen Arbeitszeitgesetz geht es darum, und das wissen Sie, dass die Betriebsvereinbarungen und die Kollektivverträge aufrecht bleiben. Die 11. und 12. Stunde kann ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. Es gibt die Freiwilligkeitsgarantie. Überstunden werden abgegolten, die 11. und die 12. Überstunde. Es gibt entweder einen Zuschlag oder es wird in Freizeit abgegolten. Bei der Gleitzeit ist es so, wenn gleichzeitig gearbeitet wird, dann gibt es die garantierte 4-Tageswoche, also wirklich auch eine Errungenschaft, auf das wir lange hingearbeitet haben. Und die Normalarbeitszeit bleibt bei 8 Stunden und bei 40 Wochen. Also bleiben Sie bei der Wahrheit und verunsichern Sie nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Auch Gerald Hauser von der FPÖ betont die angekündigte Freiwilligkeit für die 11. und 12. Stunde am Tag. Übrigens immer noch abwesend in dieser Plenarsitzung ist Bundeskanzler Sebastian Kurz, an den die dringliche Anfrage der SPÖ ja ursprünglich ergangen ist. Wie ich gerade sehe, Bundeskanzler Kurz hat gerade den Plenarsaal betreten und wird dem Rest der Debatte beiwohnen. Danke vielmals. Bundeskanzler, begrüße. Am Wort ist übrigens Josef Schellhorn, der Wirtschaftssprecher der NEOS. Der Kollege Hauser hat gesagt, wir wären so links oder rechts. Wir sind nicht links oder rechts. Wir sind in der Mitte der Gesellschaft. Und das sind die NEOS. Und wenn es Ihnen darum geht, wenn es um die Mitarbeiter und um die Gesundheit und Eigenverantwortlichkeit geht, dann frage ich mich jetzt schon instinktiv sofort, wie ist es Ihnen da mit der Raucherregelung gegangen, mit den Lehrlingen und so? Wo ist hier Ihre Eigenverantwortlichkeit, was Sie jungen Menschen zumuten, auch in Gastronomielokalen? Das ist schon eines auch zu betonen. Wir alle sind uns einig, und das ist auch, da haben Sie noch nicht einmal gewusst, wie man Arbeitszeitflexibilisierung buchstabiert, haben wir das schon ins Parlament eingebracht, dass das die Wirtschaft braucht. Aber es brauchen auch die Unternehmer, es brauchen faktisch alle. Wir reden von neuen Arbeitswelten, die nötig sind. Alle hierherinnen reden von neuen Arbeitswelten. Alle hierherinnen reden, dass vor allem junge Menschen neue Angebote brauchen, auch in einer flexibilisierten Welt, auch dementsprechend ihren Arbeitsplatz zu finden, vielleicht auch das Bedürfnis haben, 3 Tage zu arbeiten und 4 Tage freizugehen. Das dürfen wir bis heute nicht. Und darüber sind wir uns einig. Sie sind sich auch einig, oder wir alle sind uns einig, dass dies notwendig ist. Völlig unnotwendig, und erlauben Sie mir diese Bemerkung, ist schon, und ich weiß nicht, welcher Teufel die Kirche geritten hat,
dass Sie sich jetzt auch in die Tagespolitik einmischen und dass Sie zum Beispiel meine Branche, die eine Dienstleistungsbranche ist, der Tourismus, der vor allem an den Wochenenden für die Freizeitgesellschaft da sein muss, Ihnen einen völkerrechtlichen Bruch, eine Unvereinbarkeit vorwerfen, das finde ich geradezu obszön, wie Sie hier argumentieren. Und ich finde es auch schändlich, jeden, der für die Freizeit da ist, einen völkerrechtlichen Bruch vorzuwerfen. Und die müssen am Wochenende arbeiten, wenn Sie, wenn wir alle Freizeit haben. Das geht so nicht. Lassen Sie mich nun dazu kommen, woran es hakt oder beziehungsweise was notwendig ist. Und ich zitiere hier das IHS, das erstens davon spricht, die Steigerung der Arbeitsproduktivität ist auch notwendig für Erhöhung der Reallöhne und des materiellen Wohlstands. Und zweitens, die Arbeitsproduktivität in Österreich ist hoch im internationalen Vergleich, zuletzt aber unterdurchschnittlich entwickelt. Das sind Themen, die auch uns immer belastet haben oder wie wir sie gehört haben, wie ich sie gehört habe, wie ich die Unternehmen besucht habe. An was hakt es? Und daran hakt es auch vor allem nicht nur im Tourismus, es hakt vor allem in der Produktion, dass es keine lineare Produktion mehr gibt, dass es keinen linearen Tourismus gibt, dass es Spitzen gibt und dass es Täler gibt. Und die muss man abdecken und die muss man mit jenen Mitarbeitern abdecken, die man schätzt, die man braucht und die man langfristig binden will. Das heißt zur Folge, und das war auch immer ein Vorschlag der NEOS, dass wir vielleicht auch im Tourismus über 365 Tage Arbeit im Tourismus nachdenken können, dass wir diese Spitzen langfristig abdecken können, damit wir diese Mitarbeiter nicht dann, wenn wir in der Talsohle sind, Stempeln schicken, aufs AMS schicken, sondern dass wir sie das ganze Jahr beschäftigen können, dass wir sie nicht verlieren, dass die Mitarbeiter auch gleichzeitig keinen Verlust später bei den Pensionsanrechnungszeiten haben. Das ist der Wunsch von Mitarbeitern. Die wollen zum Beispiel bei mir in der Festspielzeit arbeiten und dann wollen sie, ich will meine Freizeit dann im September und im Oktober in Thailand genießen, aber nicht freigesetzt werden. Das sind die Bedürfnisse, um die wir uns kümmern müssen und nicht jene aus parteiideologischen Gründen. Und dann kommt dazu, und das ist ganz wichtig, wenn ich diese flexiblen Arbeitszeiten auch anbieten möchte, dann brauche ich flexible Kinderbetreuungszeiten, dann brauche ich flexible Kinderbetreuungsangebote. Das fehlt hier völlig. Und wenn ich vor allem im Wandel der Gesellschaft jene jungen Leute, die vor allem vielleicht Alleinerzieher sind und die einen Wiedereinstieg ins Berufsleben, denen ich es ermöglichen will, die dann vor dem Problem stehen, am Wochenende gibt es keine Kinderbetreuung. Da kann ich nicht arbeiten. Aber ich brauche eigentlich ein Einkommen und ich möchte später nicht in der Frauenaltersarmut enden. Ich möchte arbeiten, nur ich habe keine Kinderbetreuungszeiten. Das ist ein essentielles Problem, das uns schon länger beschäftigt und wir noch keine Lösungen darauf haben. Und das kommt es darauf an. Und in der Salzburger Landesregierung hat die Landesrätin Klambauer gerade dies in Angriff genommen, dass wir flexible Kinderbetreuungszeiten haben und Kinderbetreuungszeiten auch an den Wochenenden, vor allem weil es eine Tourismusnation wie Österreich beschäftigt. Wie bewerkstelligen wir den Anspruch der Freizeitgesellschaft versus Dienstleistungsgesellschaft? Und hier brauchen wir die Menschen dazu. Und da geht es nicht darum, dass sie alle 60 Stunden lange arbeiten müssen. Es ist mir ja wichtig, dass mein Mitarbeiter dann arbeiten kann, wenn er will, und dann auch vor allem gut behandelt wird, damit er mir bleibt. Wir alle reden von einem Fachkräftemangel. Und auf einmal spielt der Fachkräftemangel keine Rolle mehr. Wie kann das sein? Wenn ich meine Mitarbeiter mit dementsprechend großartig mich weiterentwickeln, mit Ihnen gemeinsam, dann werden die Mitarbeiter eine große Freude haben und wir auch. Und darum, und wenn es jetzt noch einmal um die Kinderbetreuung geht, da stellen wir einen Antrag, die Bundesregierung wird aufgefordert, also wir, Entschuldigung, der Text, den Entschließungsantrag. Ich stelle, der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des ersten Lebensjahres zu schaffen. Außerdem soll ein weiterer Ausbau
von qualitätsvollen Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, vor allem mit längeren Öffnungszeiten, weniger Schließtagen, sichergestellt werden. Danke vielmals. Sagt Josef Schellhorn, der Wirtschaftssprecher der NEOS. Eingebracht, ausreichend unterstützt und steht schon mit in Verhandlung. Ich darf als nächstes dem Abgeordneten Rossmann das Wort erteilen. Und von einem Wirtschaftssprecher kommen wir zum nächsten. Bruno Rossmann von der Liste Pilz ist am Wort. Danke, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Regierungsbank. Herr Präsident, kann man die Uhr da vielleicht so einstellen, dass ich dann auch weiß, wann meine 10 Minuten zu Ende sind? Ja, danke sehr. Wir erinnern uns, KTM-Chef Stefan Bierer hat versprochen, jede Spende, die bei der ÖVP bis Ende Juli 2017 eingeht, zu verdoppeln. Er hat verdoppelt. Er hat gespendet. 436.563 Euro hat er gespendet. Und kurz vor Ablauf des Ende Juli hat er uns über den Kurier das Folgende wissen lassen. Ganz oben auf der Reformliste steht die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Die Arbeitszeitflexibilisierung ist das Allerwichtigste. Und mit diesem Initiativantrag liefern nun die Regierungsfraktionen. Und zwar genau das, was sich Bierer gewünscht hat, so ein Zufall, und was sich viele andere auch wünschen. Einen 12-Stunden-Tag, 60 Stunden die Woche, maximal 8 Stunden Ruhetag bei geteilten Diensten. Und das, meine Damen und Herren, ist nicht die Arbeitszeitpolitik, die ich mir wünsche. Das ist Arbeitszeitpolitik, die ins 19. Jahrhundert gehört. Sie machen sich hier, meine Damen und Herren, von der ÖVP und der FPÖ zum Erfüllungsgehilfen der Großindustrie und vieler anderer Unternehmen. Bei der ÖVP wundert mich das gar nicht, bei der FPÖ hingegen schon. Sie, Herr Vizekanzler Strache, haben im Wahlkampf 2013 gesagt, was das nicht für eine asoziale, leistungsfeindliche Idee sei. Aber selbst am 7.12.2017 haben Sie noch gesagt, mit uns wird es den 12-Stunden-Tag nie geben. Und jetzt frage ich Sie, meine Damen und Herren von der FPÖ, der wievielte Bauchfleck ist es dann schon, den Sie jetzt machen? Wie oft werden Sie Ihre Wählerinnen und Wähler noch verraten? Aber jetzt zum Initiativantrag. Dieser Initiativantrag stellt einen Systembruch dar. Er ist nämlich ein massiver Angriff auf die Sozialpartnerschaft. Und jetzt kann man die Sozialpartnerschaft bei uns im Lande kritisieren. Zum Teil würde ich sagen zu Recht, zum Teil zu Unrecht. Und ich möchte schon zur Erinnerung geben, dass die Sozialpartnerschaft, hören Sie mal zu, Herr Kollege Rosenkranz, dass die Sozialpartnerschaft einer der wesentlichen Grundpfeiler für die Wohlstandsentwicklung und die Entstehung des Wohlfahrtsstaates in der Zweiten Republik gewesen ist. Es gibt viele Studien, politikwissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Länder mit korporatistischen Systemen in Bezug auf die Wohlstandsentwicklung deutlich besser gefahren sind als Staaten, die keine korporatistischen Systeme haben. Dieser Initiativantrag ist ein Antrag, der zu einer Win-Lose-Situation führt. Und wenn wir Win-Win-Situationen haben wollen, dann würde ich weiterhin der Auffassung sein, dass der Ausgleich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Konsenswege erfolgen muss. Auch und gerade in Fragen der Arbeitszeitentwicklungen. Nur sozialpartnerschaftliche Lösungen, die im Konsenswege gefunden werden, können zu einer Win-Win-Situation führen. Bleiben wir dabei, verlassen wir diesen Pfad der Entwicklung, der in den letzten Jahrzehnten so erfolgreich gewesen ist, nicht. Nun zu einigen Tatsachen, die uns Arbeitsmediziner immer wieder mitzudenken geben, mit auf den Weg geben, wenn es um den 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche geht. Ein erster Punkt. Bereits nach dem zweiten 12-Stunden-Tag würde es für eine vollständige Erholung 3 Tage brauchen. Im Extremfall sind 13 aufeinanderfolgende 60-Stunden-Wochen erlaubt.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Zweiter Punkt. Ab der 7. Stunde steigt das Unfallrisiko erheblich an. Sie wollen 12 Stunden zulassen. Und bereits ab 6 bis 8 Stunden tritt ein erheblicher Leistungseinbruch ein. Das heißt sozusagen, dass die Produktivität, das heißt der geleistete Output pro Arbeitsstunde, sinkt. Und wenn daher die Produktivität nach 6 bis 8 Stunden bereits sinkt, dann sollten die Menschen nicht noch mehr arbeiten müssen. Das ist Kontraproduktivität. Wir liegen in Europa ohnehin schon, was die Arbeit, die geleistete Arbeitszeit anlangt, an der Spitze. Wir gehören zu den Top 3 gemeinsam mit Griechenland und dem Vereinigten Königreich. Es geht daher darum, die Tatsache zu nutzen, dass Länder mit niedrigerer durchschnittlicher Arbeitszeit eine höhere Produktivität erreichen. Und dazu gehören zum Beispiel Dänemark, Niederlande, Schweden. Ein vernünftiger Vorschlag zur Neuregelung der Arbeitszeit, zu einer zeitgemäßen Regelung der Arbeitszeit, muss daher mit einer Verkürzung der Arbeitszeit beginnen. Und noch etwas im Zusammenhang mit der Verkürzung der Arbeitszeit. Seit den 1980er Jahren wurde die Arbeitszeit in Österreich nicht mehr gesenkt, obwohl die Produktivität gestiegen ist. Wir sind in Österreich reicher geworden. Und diesen Reichtum müssen wir nutzen, um kürzere Arbeitszeiten durchzusetzen. Wir können uns das leisten. Der Wirtschaftssoziologe Jörg Wecker hat in diesem Zusammenhang vom Zeitwohlstand gesprochen. Nutzen wir diesen Zeitwohlstand. Arbeiten wir doch weniger. Es kann doch nicht sein, dass die geplante Flexibilisierung etwas ist, was wir wollen. Es führt, und das ist auch der Wunsch der Bevölkerung, weniger zu arbeiten, daher in eine völlig falsche Richtung. Wenn wir in der Gesellschaft davon überzeugt sind, dass uns Gesundheit etwas wert ist, wenn Unternehmen Menschen in ihren Betrieben arbeiten haben wollen, die nicht permanent in den Krankenstand gehen müssen oder in Krankheit arbeiten oder mit Krankheit arbeiten gehen, dann müssen wir die Arbeitszeit verkürzen. Ich trete daher hier für eine zeitgemäße Form der Arbeitszeitpolitik ein. Ich gestehe, ich bin ein Fan der Verkürzung der Arbeitszeit. Wir können uns das leisten. Das ist Arbeitszeitpolitik, wie wir sie im 21. Jahrhundert diskutieren müssen. Und das, meine Damen und Herren, führt zu einer Win-Win-Situation, nicht nur für die arbeitenden Menschen in den Betrieben, sondern auch für das Land Österreich zusammen. Vielen Dank. Wie schon viele Kritiker vor ihm, bringt auch Bruno Rossmann von der Liste Pilz die Gesetzesvorlage der Regierung in Zusammenhang mit einer Großspende von KTM-Chef Stefan Pierer. Die Regierungsfraktionen machten sich zur Erfüllungsgehilfen der Großindustrie. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Bundeskanzler. Am Wort ist Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ. Damen und Herren, der Herr Haubner rät uns, nicht über die Kirche zu reden, sondern in die Kirche zu gehen. Und ich darf Ihnen in umgekehrter Weise raten, nicht nur über Betriebe zu reden, sondern endlich in Betriebe zu gehen. Ja, sehr geehrte Bundesregierung, mit dem Kippen des Rauchverbots vor wenigen Monaten haben Sie einmal mehr gezeigt, wie unfassbar wenig Wert Sie auf wissenschaftliche Fakten und Expertenmeinungen in diesem Land legen. Und damals habe ich gedacht, Sie haben den Zenit der Verantwortungslosigkeit und Faktenlosigkeit bereits überschritten. Das war weit gefehlt, denn mit dem 12-Stunden-Tag und der 60-Stunden-Woche beweisen Sie uns das einmal mehr. Denn was passiert, wenn Ihr Gesetz so beschlossen wird, wie es auf dem Tisch liegt? Die Menschen werden kränker. Und weil Sie es auch kaum erwarten können, sehr geehrte Bundesregierung, die AOVA zu zerschlagen, wird in Zukunft auch kaum jemand mit hoher Expertise da sein, um die gestiegenen Arbeitsunfälle zu behandeln in geeigneter Weise und die Menschen für den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu rehabilitieren. Und Ihr Plan ist somit ein gezielter Angriff auf die Gesundheit der Menschen in diesem Land. Denn was passiert?
Was passiert, wenn Menschen länger arbeiten, über die normale Arbeitszeit hinaus? Es passieren mehr Unfälle, nämlich Arbeitsunfälle, signifikant erhöht ab der 9. Arbeitsstunde. Und bei der 12. Arbeitsstunde haben wir ein dreifach so hohes Unfallrisiko. Ein Arbeiter, der nach 5 12-Stunden-Diensten hintereinander sich auf den Weg nach Hause macht, hat dasselbe erhöhte Unfallrisiko wie mit 0,8 Promille Alkohol. Sie können gleich das Alkohol, die Alkoholgrenze im Straßenverkehr hinaufsetzen. Das Ergebnis ist dasselbe, so gesehen. Oder sehen wir uns die Gesundheit per se an, das Risiko, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier durch die erhöhte Arbeitszeit hier ertragen müssen. Die Statistiken zeigen, und es sind wissenschaftliche Arbeiten, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer doppelt so häufig an Herzinfarkten leiden, ein vierfaches Risiko haben, an Diabetes zu erkranken, viel anfälliger sind für sämtliche Entzündungserkrankungen, doppelt so häufig Depressionen erleiden, Burnout, Schlafstörungen. Und das, sehr geehrte Damen und Herren von der FPÖ und ÖVP, lässt Sie wieder einmal kalt. Sie beuten mit Ihren neuen Plänen 3,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus. Nicht nur finanziell, körperlich, psychisch und gesundheitlich. Und weil ich das Argument immer wieder höre, ja, es macht einen Riesenunterschied, ob ich in der Politik tätig bin, wie wir hier in diesem Raum, ob ich dem höheren Management angehöre und längere Arbeitszeiten habe, oder ob ich ein Arbeiter oder ein Angestellter in einem Betrieb bin und ohne künftigen Mitspracherecht, ob ich länger arbeiten kann oder nicht, hier zu längeren Arbeitszeiten gezwungen werde. Das macht einen Riesenunterschied, vor allem punkto Gesundheit. Und Sie erzeugen hier eine Zweiklassengesundheit, sehr geehrte Damen und Herren. Und in diesem Sinne appelliere ich an Sie, sehr geehrte Bundesregierung und Damen und Herren der FPÖ und ÖVP, setzen Sie die Gesundheit nicht schon wieder aufs Spiel aus taktischen Gründen. Ihre Pläne sind gefährlich, sie sind kontraproduktiv, privatwirtschaftlich, betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich, menschlich und sozial. Ich bringe zum Schluss noch einen Entschließungsantrag ein, der Abgeordneten Muchitsch, Holzinger, Vogtenhuber, Kolleginnen und Kollegen betreffend korrekte demokratiepolitische Vorgangsweise. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz wird aufgefordert, umgehend Verhandlungen mit den Sozialpartnern aufzunehmen, um eine Einigung hinsichtlich der Gestaltung von Arbeitszeit- und Arbeitsruheregelungen zu erzielen, einen Ministerialentwurf in Begutachtung zu schicken und danach eine Regierungsvorlage dem Nationalrat zuzulegen. Dankeschön. Sagt Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ. Und jetzt zu Wort gemeldet hat sich Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Übrigens werden wir später auch noch eine Wortmeldung von Bundeskanzler Sebastian Kurz hören. Aber zunächst, wie gesagt, Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Ja, meine sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch auf der Galerie recht herzlich willkommen. Ein paar Dinge vielleicht zur Klarstellung. Ja, würde ein erzwungener und möglicher erzwungener 12-Stunden-Arbeitstag kommen, dann hätten wir alle die Verantwortung, geschlossen dagegen aufzutreten. Würde ein 12-Stunden-Tag kommen ohne Überstunden und Zuschläge, dann hätten wir alle die Verantwortung, aufzustehen und dagegen aufzutreten. Denn das wäre asozial. Vollkommen richtig. Und dann schauen wir uns einmal den Plan A an, den Sie, Herr Klubobmann-Kern, vor der Wahl programmatisch auch präsentiert haben. Und wenn man den Plan A liest, da reden Sie und schreiben Sie zu Recht, die Freiwilligkeit muss gesichert und garantiert sein. Ja, vollkommen richtig. Zuschläge und Überstunden müssen garantiert sein. Vollkommen richtig. Keiner darf gezwungen werden, den 11. und 12. Tag arbeiten zu müssen. Vollkommen richtig. Die Stunde am Tag, die 11. und 12. Stunde am Tag arbeiten zu müssen. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Und wenn ich mir jetzt ansehe, was im vorliegenden Initiativantrag drinnen ist, dann ist das genau das, was Sie im Plan A,
den Menschen versprochen haben und als ihre Programmatik auch dargelegt haben. Nur besser, denn es gibt in dem Gesetz eine Freiwilligkeitsgarantie mit einem persönlichen Ablehnungsrecht für die Arbeitnehmer, die nämlich ohne Grund selbstverständlich eine 11. und 12. Stunde ablehnen können. Das ist ein Mehr an Rechtsanspruch, an Arbeitnehmersicherheit. Und jetzt nehme ich Ihren Plan A her und Sie stellen Sie her und kritisieren das, was Sie gefordert haben und jetzt in Umsetzung geht. Dann kann ich nur sagen, was ist dann der Plan A überhaupt wert? Steht das A für die Ausrede, steht das A für Ausflüchte oder steht das A für ein Auseinanderdividieren von Arbeitnehmern und Unternehmern? Das ist nämlich retro, Herr Kern, weil Sie offenbar, ich sag bewusst, heute im Winkel sitzen und halt irgendwo, beleidigt sind, da nicht mehr in der Regierungsverantwortung zu sitzen. Und das ist alles nicht glaubwürdig. Und wenn wir uns ansehen, wie das gelagert ist, wir haben ja heute vieles gehört, viele Berufsgruppen haben dank Ihnen ja schon auch die Möglichkeit, 12 Stunden, manche sogar 13 Stunden zu arbeiten. Die Kärntner Straßenmeisterei als ein Beispiel, 13 Stunden Möglichkeit am Tag unter einer SPÖ-Führung in Kärnten möglich. Ja? Andere Berufsgruppen, ÖBB-Mitarbeiter, Ärzte, Pflegekräfte, Polizisten, viele Berufsgruppen, wo das möglich ist und wo ich, wenn ich Ihrer Argumentation folge, was Sie auch möglich gemacht haben, dann sind das alles Menschen, die jetzt überproportional gesundheitsgefährdet sind und krank sind. Also dann haben Sie ja eine Zweiklassengesellschaft im Arbeitnehmerbereich geschaffen. Und genau darum geht es. Das ist ja nicht ehrlich, was Sie da betreiben. Die Ehrlichkeit ist, indem man sachlich damit umgeht, und da danke ich dem Herrn Kollegen Muchitsch, der das heute in der Tonalität gemacht hat, in der Tonalität auf alle Fälle, dass wir natürlich im Sinne von Flexibilität auf moderne Gegebenheiten eingehen und nicht eine Zweiklassengesellschaft in der Arbeitswelt schaffen, sondern Rechtssysteme entwickeln, wo der 8-Stunden-Tag gesetzlich, selbstverständlich aufrecht bleibt, Normalität bleibt, auch die gesetzlich vorgeschriebene 40-Stunden-Woche weiter bestehen bleibt und die Normalität bleibt. Und ja, der Unternehmer und der Rot-Schwarz beschlossen, die Möglichkeit hat, eine 9. und 10. Stunde gegebenenfalls abseits der normalen Arbeitszeit, wenn es notwendig ist, anzuordnen. Das ist heute Realität. Sie hätten nicht in der Vergangenheit von einem 10-Stunden-Tag und einer 50-Stunden-Woche gesprochen. Ne? Nur so viel einmal auch zu Ihren Argumenten. Ja? Das hätten Sie nicht gemacht. Ne? Weil es ja auch falsch wäre, weil wir auch durch Ihr Gesetz, das Sie möglich gemacht haben, das heute in Kraft gesetzt ist, weder einen 10-Stunden-Tag noch eine 50-Stunden-Woche haben. Sondern das ist abseits der gesetzlichen Normalität in Spitzenzeiten da oder dort manchmal möglich und der Fall. Ohne Ihr Gesetz, dass der Arbeitnehmer die 9. und 10. Stunde ablehnen kann. Das muss er machen, wenn sie angeordnet wird. Wir stellen sicher, dass jetzt in Zukunft die 11. Stunde mit der Freiwilligkeitsgarantie nicht zwangsverordnet werden kann, sondern dass der Unternehmer, wenn er jemanden braucht in seinem Betrieb, mit den Mitarbeitern auch das Gespräch suchen muss und ihn ersuchen muss, ob er das möglich machen kann. Und ja, da wird es viele Arbeitnehmer geben, die sagen, ja, ich kann und ich will, weil ich will vielleicht da oder dort eine 11. und 12. Stunde arbeiten, damit ich die Zuschläge kriege, damit ich mehr verdiene, damit ich auch meinen Kredit für meine Wohnung abzahlen kann. Sie sind ja verdienstfeindlich, indem Sie das den Arbeitnehmern verbieten. Sie wollen ja gar nicht, dass Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, mehr zu verdienen und auf eigenen Beinen zu stehen. Und dass sie die flexible Entscheidungsfreiheit haben, abseits auch von Betriebsgenehmigungen, die im Übrigen völlig unberührt bleiben. Jeder Kollektivvertrag, jede Betriebsgenehmigung bleibt völlig unberührt. Und Sie haben weiterhin die Möglichkeit, weitere Verbesserungen dort zu verhandeln und sicherzustellen. Wir stellen aber jetzt erstmals sicher, dass die Arbeitnehmer, der Einzelne, die Freiheit der Selbstbestimmung und den Arbeitnehmerschutz auch bekommt. Und das sichern wir. Der Einzelne soll den Rechtsanspruch haben und nicht der Betriebsrat immer nur über die Interessen des Einzelnen entscheiden. Das ist eine Aufwertung des Arbeitnehmerrechts. Es bleibt Ihnen unbenommen. Es bleibt Ihnen unbenommen, weiter als Betriebs
Es bleibt Ihnen unbenommen, weitere Betriebsvereinbarungen darüber hinaus zu schließen. Es bleibt Ihnen unbenommen, noch weitere Verbesserungen, als wir jetzt sicherstellen, auch möglich zu machen. Aber endlich hat der Arbeitnehmer als Einzelner die freie Entscheidungsgewalt und die Selbstbestimmung. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Und wir nehmen niemanden die Zuschläge weg, Herr Kern. Im Gegenteil. Ja, Sie stellen sich halt raus und tun dann Ihre einstudierten Witzchen zum Besten geben, die gar nicht lustig sind. Ja, das passiert immer wieder. Aber, und behaupten dann auch noch wieder besseres Wissen, dass die Zuschläge nicht, dass wir Zuschläge wegnehmen, dass wir den Leuten eine 60-Stunden-Woche aufs Auge drücken, wo das Gesetz ganz klar definiert, und ich kann es nur noch einmal wiederholen, dass das nicht möglich sein wird. Und alleine, wenn wir die Durchrechnungszeiträume rechnen, ja, ich kann es nur noch einmal wiederholen, muss doch jedem klar sein, ja, wenn man rechnen kann, ja, außer man kann nicht oder will nicht, ja, dass jeder Durchrechnungszeitraum als EU-Richtlinie, die vorgegeben ist und gesetzlich festgeschrieben ist und auch bleibt, natürlich über den Zeitraum es gar nicht möglich macht, über 48 Stunden durchschnittlich pro Woche zu arbeiten und daher niemand über diese Zeiträume mehr arbeiten wird müssen, aber flexibler. Und das ist im Interesse der Menschen. Und jetzt sage ich Ihnen, Arbeitnehmer und Unternehmer wollen faire, gerechte und sozial gerechte Möglichkeiten und Definitionen im Gesetz. Und Arbeitnehmer und Unternehmer sind nicht nur Menschen, sondern Arbeitnehmer und Unternehmer sind selbstverständlich auch Partner. Die brauchen einander gegenseitig. Die sind voneinander gegenseitig auch abhängig. Da braucht man einander. Da geht auch nur das Miteinander in der Regel. Und beide sind aufeinander angewiesen. Und da geht es um Zusammenarbeit und nicht auseinander dividieren. Das ist aber auch die Regel heute in der Wirtschaft draußen. Ja? Und so erleben das auch die Menschen. Und deshalb ist es auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass viele Arbeitnehmer sich freuen, dass sie die Möglichkeit bekommen. Und ich kann Ihnen genügend Berufsgruppen aufzählen. Ich meine, ich habe jetzt gerade einen Brief bekommen vom Nachbarn, vom Herrn Katzian. Der war nicht uninteressant, der Brief, ja, weil da drinnen gestanden ist, der Herr Katzian hat offenbar bei seinem Hausbau kein Problem gehabt, dass die Bauarbeiter, die sein Haus gebaut haben, von 6 in der Früh bis 20 Uhr am Abend kackelt haben. Ne? Also zum Thema Arbeitszeit und Legalität und gesetzliche Konformität. Ne? Das ist durchaus interessant gewesen. Ja? Aber entscheidend ist, Flexibilität zu schaffen, Arbeitnehmerrechte zu schützen, damit sie nicht ausgebeutet werden können, ihnen die Zuschläge rechtlich sicherzustellen, die Gleitzeit sicherzustellen. Wer 12 Stunden arbeiten kann und will, ja, hat dann die Möglichkeit, auch mehr Freizeitblöcke tageweise als Rechtsanspruch in Angriff zu nehmen. Und das brauchen manche und das wollen manche. Und da haben wir Maurer, Maler, Bauarbeiter, die aus der Steiermark in ein anderes Bundesland fahren und nicht am Abend nach Hause kommen, sondern dort bleiben und auswärts übernachten müssen. Und natürlich jetzt nicht mehr kriminalisiert sind, Herr Katzian, wenn Sie über die 10. Stunde die 11. und 12. machen, ja? Sondern auch den Anspruch haben, das abgegolten zu bekommen und auch den Rechtsanspruch haben, mehr Freizeittagesblöcke zu erhalten und nicht schwarz auf die Kralle was bekommen, so wie das vielleicht in der Vergangenheit war. Und die Ansprüche haben dann auch, endlich das flexibler im Sinne des eigenen Wollens zu gestalten. Und manche wollen eben noch 4 Tagen die Woche 3 Tage frei haben. Manche wollen am Wochenende frei haben, manche müssen am Wochenende arbeiten, wie im Tourismus. Die sind aber froh, wenn sie Montag, Dienstag, Mittwoch vielleicht frei haben und diese Freizeitblöcke dann für sich nützen können. Und genauso ist der Maler, der Bauarbeiter, der Maurer froh, wenn er die Arbeitszeit von Montag bis Donnerstag abarbeiten kann und dann zu Hause kommt und nicht am Freitag auch noch da bleiben muss, um seiner Arbeitszeit und seinen gesetzlichen Gegebenheiten nachzukommen. Und das sind die Arbeitsweltrealitäten, vor denen wir heute stehen. Und genau darum geht es, Dinge auch zu entkriminalisieren, Entscheidungsfreiheit, Entscheidungsrechte, Freiwilligkeitsgarantie, Rechtsansprüche, Arbeitnehmerrechte auch genau in einem Paket sicherzustellen. Herr Witze, Sie müssen im Schlusssatz jetzt formulieren. Auch gemeinsam dafür Sorge tragen sollten, dass Gesetze in Österreich eingehalten werden. Und ich sage zum Abschluss, ja, der Österreicher, gleich ob Arbeitnehmer oder Unternehmer, ist in der Regel jemand, der sich an Gesetze hält. Und die wenigen, die sich nicht dran halten, kehren bestraft. Das ist eine klare Ansage.
Auch der FPÖ-Chef betont also die Freiwilligkeit der 11. und 12. Stunde. Der Arbeitnehmer als Einzelner habe die volle Freiheit, sagt Heinz-Christian Strache, der seine Redezeit hier voll ausgeschöpft hat. Und als nächstes Wort gemeldet, Frau Abgeordnete Tanja Graf. Am Wort ist Tanja Graf von der ÖVP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Vizekanzler, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung und Kollegen und Kolleginnen. Ich bin Unternehmerin und auch Arbeitgeberin. Und wir beschäftigen mehrere hundert Mitarbeiter in Österreich. Also kann man davon ausgehen, dass ich weiß, wovon ich spreche. Und ich bin deshalb mehr als verwundert, dass ein Herr Katzian von der österreichischen Gewerkschaftsbund sich als sogenannter Sozialpartner hinstellt und pauschal die Unternehmer verurteilt, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgeht. Das kann nur daran liegen, dass der Herr Katzian in der letzten Zeit keine Betriebsbesuche gemacht hat. Denn sonst würde er wissen, dass die Basis für den Erfolg der österreichischen Wirtschaft die gute Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist. Daher bitte ich auch die Gewerkschaft, ihre Mythen und ihre Unwahrheiten einzustellen. Denn Fakt ist, es werden alle Überstunden bezahlt. Fakt ist, es wird niemand zu Überstunden gezwungen. Und Fakt ist, ein permanenter 12-Stunden-Tag steht absolut nicht zur Debatte. Erzählen Sie hier bitte keine Geschichten. Der ist nur im Ausnahmefall und auch nur, um Arbeitsspitzen abzudecken. Und Fakt ist auch, es gibt eine 12-Stunden-Regelung bereits im öffentlichen Dienst, bei der Polizei, bei der Justizwache und wie wir heute schon öfters gehört haben, auch bei der ÖBB. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum ist es im öffentlichen Dienst erlaubt und in der Privatwirtschaft noch immer nicht? Hängt das vielleicht mit der gewerkschaftlichen Vertretung zusammen? Denn sie plakatieren auf SPÖ-Plakaten, dass ein 12-Stunden-Tag nur dort erlaubt sein soll, wo es auch eine gewerkschaftliche Vertretung gibt. Das ist eine Offenbarung und zeigt deutlich, dass es der Gewerkschaft nicht vorrangig um das Wohl der Menschen geht, sondern eher um den eigenen Machterhalt der Gewerkschaft. Und Tatsache ist aber, dass die Gewerkschaft knapp ein Drittel der Arbeitnehmer vertritt und das überwiegend in Großbetrieben. Wir setzen uns aber für alle 10.000 Klein- und Mittelbetriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Gerade Frauen, die pendeln, können von dieser Flexibilisierung profitieren für ihre Familien und für ihre Freizeit. Und die Lösung liegt hier im gelebten Miteinander zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und dieses Miteinander in den Betrieben ist auch ein Markenzeichen Österreichs. Also hören Sie bitte damit auf, Unternehmer als Ausbeuter zu unterstellen. Eigentlich müssen Sie nämlich ganz genau wissen, dass nur ein erfolgreicher Unternehmer mit seinen Mitarbeitern arbeitet und nicht gegen seinen Mitarbeitern. Und Frau Kollegin Holzinger-Fockenhuber, wir Unternehmer wissen sehr wohl, was wir an unseren Mitarbeitern haben. Das ist nämlich Vertrauen, Flexibilität und Einsatzbereitschaft. Und genau dieses Miteinander zeichnet den Mittelstand aus. Und dieser Mittelstand finanziert zum Großteil unser Sozialsystem. Also darf ich Sie hier auffordern, lassen Sie die Arbeitnehmer, die bis dato frei mit ihren Arbeitgebern Entscheidungen getroffen haben, das auch weiterhin tun, frei und ohne gewerkschaftliche Bevormundung. Abschließend halte ich hier fest, es geht hier nicht um den Machterhalt einer kleinen Gruppe, sondern es geht um Österreich und um unsere Zukunft. Daher Nein zur Bevormundung und Ja zu Freiheit und Flexibilität. Mythen und Unwahrheiten von Seiten der Gewerkschaft sieht Tanja Graf von der ÖVP. Von einem generellen 12-Stunden-Tag könne keine Rede sein. Als nächster Hannes Amesbauer von den Freiheitlichen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, Frau Minister, Herr Minister, geschätzte Damen und Herren. Also, wenn man die
Wortmeldungen, die öffentlichen, die medialen Debatten, aber auch die laufende Debatte hier heute in diesem Haus verfolgt, dann bekomme ich zunehmend den Eindruck, dass Sie einerseits nicht nur argumentarisch flach sind wie eine Kaisersemmel von der SPÖ, sondern dass es Ihnen auch gar nicht um die Sache geht, sondern nur um Ihre Polemik. Und das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie wir eine Debatte führen sollten. Das ist auch nicht die Art und Weise, wie wir darüber debattieren sollten, im Sinne, wie es der Herr Muchitsch heute schon eingemahnt hat, meine Damen und Herren. Und man merkt es ja bei Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren vom Linksblock, von der SPÖ, dass sie sich in die Rolle der Opposition noch immer nicht eingefunden haben. Ja, Opposition ist nicht so einfach. Und als gelernter Oppositionspolitiker kann ich Ihnen eines sagen. Die parlamentarischen Instrumente der Sondersitzung, der dringlichen Anfrage, das sind mitunter die schärfsten Schwerter, die eine Opposition parlamentarisch zur Verfügung hat. Aber eines sollte man sich auch bewusst sein. Wenn man ein solches Schwert zieht, dann sollte die Klinge auch scharf sein. Und Ihre Klinge ist so dermaßen stumpf, argumentativ und inhaltlich, dass Sie nicht einmal ein Stück Butter damit beeindrucken würden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und in Wahrheit, und das haben ja schon Vorrednerinnen und Vorredner angeführt, und das hört man ja auch bei Ihren Wortmeldungen ganz klar heraus, in Wahrheit geht es Ihnen ja nur um eines. Ihnen geht es einzig und allein um den Einfluss Ihrer SPÖ-nahen Gewerkschafter und Betriebsratsfunktionäre auf der Ebene. Und was schafft diese Bundesregierung, was schafft dieses Parlament hier mit diesem neuen Gesetz? Sie verbessert die Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer, dass der Arbeitnehmer frei entscheiden kann, will ich länger arbeiten, will ich mehr Freizeit haben, will ich mir mehr Geld auszahlen lassen durch die Überstunden oder will ich Zeitausgleich gehen. Ja? Das sind die Freiheiten des Menschen, die wir mit diesem Gesetz stärken. Und das ist Ihnen ein Dorn im Auge, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wie in manchen Bereichen diese Vereinbarungen mit den rot dominierten Gewerkschaften funktionieren und ausgestaltet sind, das kann man am Beispiel der ÖBB ganz gut sehen. Die ÖBB wurden ja schon oft angesprochen. Und wissen Sie, ich habe viel Kontakt mit Eisenbahnern, sind ja nicht alle rote, werden auch immer weniger. Und wenn man da mit denen spricht über die Arbeitszeiten, dann merkt man, dass es bei der Eisenbahn, bei den ÖBB schon längst, auch unter Herrn Kern, gelebte Praxis war und ist, 12 Stunden und auch weit darüber hinaus zu arbeiten. Und diese Vereinbarungen mit den roten Betriebsräten haben dann oft so ausgesehen, dass die guten Eisenbahner, also jene, die bei der SPÖ sind, die besten Dienstschichten bekommen haben und die schlechten, die dann vielleicht bei den Schwarzen sind oder bei den Blauen, die haben die schlechten Dienstraten bekommen. Das ist ihre Politik. Und meine Damen und Herren, ich finde es befremdlich, wirklich befremdlich, dass wir im Jahr 2018 hier im Parlament erleben, dass die Sozialdemokratische Partei ganz tief in die ideologische Mottenkiste hineingreift und den Klassenkampf wieder ausgräbt. In Wahrheit ist das, was Sie machen. Sie haben ja vom gesellschaftlichen Zusammenhalt, den Sie durch diese neue Arbeitszeitregelung gefährdet sehen, gesprochen. In Wahrheit ist das, was Sie machen, ein Spalten der Gesellschaft in diesem Land. Sie machen... Und bitte, bitte verabschieden wir uns endlich, verabschieden Sie sich endlich von diesem ewigen Unternehmerbashing. Das kann doch niemand mehr hören. Sie wissen ja ganz genau, Sie reden immer von den multinationalen Großkonzernen, Sie wissen ja ganz genau, dass die Masse der Arbeitsplätze in diesem Land von den kleinen und mittelständischen Unternehmern geschaffen werden. Bitte. Es hat ja kein Mensch etwas davon, wenn man die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer in dieser Art und Weise gegeneinander ausspielt, meine Damen und Herren. Und Sie haben ja in der ÖGB und in der Arbeiterkammer, beides Institutionen, die übrigens nicht der SPÖ gehören, auch wenn Sie das immer so darstellen, Sie beschäftigen ja dort eine Vielzahl an Funktionären und Juristen. Na bitte, dann klären Sie mal die Menschen auf, wenn es Ängste gibt, ja?
Und dieses Gesetz ist ja der Initiativantrag und auch der Abänderungsantrag durch die Präzisierung so dermaßen klar, dass es ohnehin kaum Interpretationsspielräume gibt. Es ist ja alles klar festgeschrieben, das Ablehnungsrecht ohne Gründe, das steht schwarz und weiß drinnen. Das ist gut gemacht, das versteht ja bitte jeder. Und wenn es Ängste gibt, gehen Sie her mit Ihren Funktionären und Juristen im ÖGB und in der Arbeiterkammer und nehmen Sie den Menschen die Ängste, klären Sie sie auf über arbeitsrechtliche Belange. Aber wenn Sie das nicht machen oder wenn Sie das so machen, wie Sie es jetzt praktizieren, dann schließe ich daraus, dass Sie entweder diesen Gesetzestext nicht gelesen haben, dass Sie ihn nicht verstanden haben oder dass Sie gar den Menschen bewusst die Unwahrheit erzählen. Und das ist nicht redlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Sie haben ja zur Sachlichkeit aufgerufen, aber wenn man sich Ihre Presseaussendungen durchliest, wenn man sich auch vor allem heute zu Beginn der Sitzung Ihr Verhalten angesehen hat, dann hat man ja den Eindruck, dass Sie dieses Hohe Haus mit einem Fußballstadion verwechseln und Sie sich im Fansektor befinden, hat ja in der zu Mittag gerade noch gefehlt, dass Sie nicht ein bengalisches Feuer gezündet haben, aber da hätten Sie dann ohnehin ein Problem mit dem Bürotechnikgesetz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und zur Diktion der SPÖ, das war nicht lustig, aber Ihre Zwischenrufe sind auch nicht lustig, Herr Schieder. Zur Diktion der SPÖ, es ist heute schon gefallen und es wurde auch in Presseaussendungen gemacht, wo Sie die Bundesregierung und insbesondere die FPÖ als Arbeiterverräter titulieren. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, kehren Sie vor der eigenen Tür, schauen Sie sich die Wählerstromanalysen der letzten Wahl an. Wie viel Prozent hat die SPÖ bei den Arbeitern gehabt? 19%. Die Freiheitliche Partei hat 59% gehabt. Ja, glauben Sie, wir sind so dumm, dass wir diese Menschen verraten? Im Gegenteil. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben uns Freiheitliche auch bezeichnet in einer Aussendung als Stiefelknechte der ÖVP. Ich meine, das ist ja abenteuerlich. Wir sind von niemandem ein Stiefelknecht oder sonst irgendwas. In Wahrheit ist es Ihr Neid, vor allem der Neid des Herrn Kern, der wieder mal nicht anwesend ist, dass Sie es nicht geschafft haben, mit dem Herrn Kern eine gute Zusammenarbeit in der Regierung zu schaffen. Jetzt haben wir eine Bundesregierung, wo FPÖ und ÖVP an der Spitze mit Bundeskanzler Kurz und Vizekanzler Strache, aber auch auf parlamentarischer Ebene, dass wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten, dass diese Zusammenarbeit von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist und vor allem von dem unbedingten Willen, Österreich zum Besseren zu verändern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, beenden Sie die Polemik, kehren Sie zurück zur Sachlichkeit und die Arbeitnehmer und Unternehmen in diesem Land können sich auf diese Bundesregierung verlassen. Die Sozialdemokraten graben mit ihrer Kritik den Klassenkampf wieder aus und spalten die Gesellschaft, sagt Hannes Amelsbauer von den Freiheitlichen. Und erneut hören wir jetzt eine tatsächliche Berichtigung von Seiten der SPÖ, diesmal in Person von Mario Lindner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich komme zu einer tatsächlichen Berichtigung. Die Frau Abgeordnete Tanja Graf hat behauptet, dass alle Überstunden bezahlt werden. Fakt ist, allein im Jahr 2017 wurden 45 Millionen Überstunden von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht bezahlt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich entschuldige mich bei allen Betriebsrätinnen und Betriebsräten in Österreich, dass ich Klubobmann August Wöginger, Emilger Betrieb. Herr Abgeordneter, bei der ersten haben Sie der Geschäftsordnung entsprochen, nämlich den Sachverhalt wiederholt und dann klargelegt. Beim zweiten hat es nicht mehr ganz der Geschäftsordnung entsprochen. Wort ist jetzt der Herr Abgeordneter Dr. Nikolaus Scherak. Bitte, Herr Abgeordneter. Nikolaus Scherak von den NEOS ist am Wort. Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, Frau Bundesminister, Herr Bundesminister. Also es ist ja jedenfalls eine denkwürdige Sitzung, die wir heute erleben, weil zuerst zitiert die Sozialdemokratie die Bischofskonferenz und nachher applaudiert die ÖVP, wenn man eben diese Bischofskonferenz kritisiert. Wir haben jedenfalls eine sehr spannende Sitzung halt dahingehend. Aber diese ganzen Irritationen, die das offensichtlich ausgelöst hat, sind ja nur deswegen da und der Vorgangsweise geschuldet. Und Sie wissen alle hier im Haus, dass es wir NEOS waren, die schon sehr, sehr lange die Arbeitszeitflexibilisierung fordern. Und dann passiert halt ein so unausgegorener Vorgang, es kommt zu einem
ein eher skurriler Initiativantrag rein, bei dem niemand wirklich weiß, was eigentlich drinnen steht. Also es kommt einmal so, dass es nicht so ist, wie es gang und gäbe ist. Die Bundesregierung macht einen Ministerialentwurf, schickt einen in Begutachtung, alle können sich dementsprechend melden, sondern die Abgeordneten Hauber und Klinger schreiben einen Initiativantrag. Und dann ist sich eigentlich niemand, jetzt gehen wir mal davon aus, dass der wirklich von den Abgeordneten Hauber und Klinger geschrieben wurde, aber dann weiß halt niemand wirklich genau, was drinnen steht. Und die Situation haben wir mehrmals gehabt. Wir wussten am Anfang eigentlich nicht, ist das jetzt wirklich freiwillig. Der Herr Vizekanzler hat dann ausrücken müssen und die Sozialministerin ausbessern, dass es jetzt doch freiwillig ist. Dann war auch nie ganz klar, deswegen war es auch lustig, Kollege Amersbauer weiß das alles schon viel länger als wir hier drinnen, dass alle Überstunden gezahlt werden. Das war auch alles von Anfang an nicht klar. Und das ist ja nur diesem schludrigen, dieser schludrigen Art und Weise zu schulden, wie das hier passiert ist. Und ich verstehe einfach nicht, wie man dieses Projekt Arbeitszeitflexibilisierung, das ein sehr wichtig und gutes ist, von vorhinein in der Art und Weise gefährden kann, dass man einfach kein gescheites Gesetz einbringt. Und selbst wenn es aus dem Parlament kommt, was mir als selbstbewussten Parlamentarier ja sehr gefällt, auch dann nicht die Möglichkeit gibt, dass man es entsprechend begutachtet. Wir haben gehört, ja, es gab den Vorschlag der Begutachtung, dann gibt es die große Diskussion, was im richtigen Ausschuss. Der Herr Präsident war der Meinung, es passt besser in den Wirtschaftsausschuss als in den Sozialausschuss. Herr Präsident, Sie werden es mir nicht übernehmen. Ich bin überzeugt davon, dass es in den Arbeits- und Sozialausschuss gehört, wenn wir über Arbeitszeit reden. Nichtsdestotrotz war natürlich das Angebot der Regierungsparteien, dass wir eine 2,5-wöchige Begutachtung machen, einigermaßen unverfroren, würde ich sagen, weil das natürlich nicht gang und gäbe ist, wie wir hier im Parlament arbeiten. Dass wir alle ein bisschen verwirrt sind, zeigt ja auch, haben auch die Äußerungen von Minister Blümel gezeigt. Da war sich nie ganz sicher, ob es jetzt nicht doch von der Regierung kommt, was er hier macht, oder ein Initiativantrag der Parlamentsparteien ist. Das führt alles nur zu einer unglaublichen Verunsicherung, und das ist das, was wir hier alle nicht wollen. Wir haben diese unklaren Gesetzesbegriffe, die im Initiativantrag drin sind, die jetzt mit einem Abänderungsantrag hoffentlich ausgebessert werden. Mir wäre es wichtig, dass es entsprechend ausgebessert wird. Ich verstehe noch nicht, wieso man es nicht umfassend in Begutachtung geschickt hat. Sie wissen, mir wäre es nicht zwingend wichtig, dass die Sozialpartner dem zustimmen. Ich bin auch der Meinung, die hatten lang genug Zeit. Ich glaube aber, dass wir als Gesetzgeber, der wir hier sind, uns schon ordentlich ernst nehmen sollten. Und das heißt, dass wir ein sinnvolles parlamentarisches Verfahren für so ein so wichtiges Projekt wie die Arbeitszeitflexibilisierung entsprechend vorsehen sollten. Das ist ja, wie wir alle wissen, nicht das erste Mal. Diese Situation haben wir des Öfteren. Wir hatten zuerst die Diskussion über das Sicherheitspaket, das dann direkt als Regierungsvorlage hier ins Haus gekommen ist, und die Frage, ob wir das überhaupt begutachten. Da gab es dann ein Zugeständnis, dass es begutachtet wurde. Ein Hearing gab es dann nur leider doch nicht, weil der Kollege Amann der Meinung war, Hearings laufen grundsätzlich hinter verschlossenen Türen ab. Halte ich auch nicht sinnvoll im Zuge der parlamentarischen Praxis. Das Ganze geht auf Kosten der Qualität in diesem Haus, und das ist alles etwas, was wir, was jeder Einzelne hier als Abgeordneter sich doch überlegen sollte, ob das das Ziel der ganzen Sache ist. Es ist diesem Projekt, und es gibt ja an und für sich, wenn man den Worten glaubt, eine umfassende Mehrheit für Arbeitszeitflexibilisierung. Und Sie haben es zustande gebracht, dass Sie das Projekt fast schon zum Scheitern gebracht haben mit dem, was Sie hier veranstaltet haben, und das ist sicher nicht sinnvoll. Wenn Sie es schaffen, dass der Kollege Loacker hier draußen steht und Ihnen das Gesetz erklären muss und die Sozialdemokratie dem Abgeordneten Loacker applaudiert, dann merken Sie, dass es irgendwo ein grundsätzliches Problem mit dem Initiativantrag gibt. Dementsprechend verstehe ich nicht, wieso Sie so gemacht haben. Ein wichtiger Punkt vielleicht zum Schluss noch, was der Abgeordnete Schellon schon angesprochen hat, die Kinderbetreuung. Es gab vor kurzem einen Rechnungshofausschuss mit dem Bundesminister Fassmann, und der hat auf die Frage, ob es jetzt einen Ausbau der Kinderbetreuungsplätze oder einen massiven Ausbau der Kinderbetreuung geben wird, gesagt, er glaubt, dass das nicht notwendig ist, weil der 12-Stunden-Arbeitstag, das sehe ich freiwillig. Also ich sage Ihnen einmal was. Wenn Sie, insbesondere an die Abgeordneten aus Niederösterreich, aber in anderen Bundesländern auch, ich habe jetzt noch mal nachgeschaut, es gibt in der Landeshauptstadt Niederösterreichs, in St. Pölten, keinen einzigen Landeskindergarten, der länger als bis 16 Uhr offen hat. Da ist nicht die Frage, ob es um 12 Stunden Arbeitszeit geht. Da geht es darum, ob überhaupt die Möglichkeit da ist, dass Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt wird. Das ist nicht der Fall. Und wenn Sie die Arbeitszeit flexibilisieren wollen, und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass wir das brauchen, müssen wir endlich anfangen, umfassend Kinderbetreuungsplätze auszubauen. Und da geht es nicht, wie die Frau Kollegin Schimanek vorher gesagt hat, darum, dass wir irgendwen zwingen. Es muss das Angebot da sein, es muss ein Rechtsanspruch da sein, dass ich mein Kind auch entsprechend abgeben kann. Und ich habe gerade von St. Pölten geredet. St. Pölten ist ja quasi noch ein Vorzeigeprojekt für Niederösterreich, was das betrifft. Fahren Sie nach Zwettl nach 13 Uhr nur bei Bedarf
Zwischen 7 und 13 Uhr kann ich mein Kind im Kindergarten entsprechend abgeben. Es wird dort betreut. Das wird sich mit dem 12-Stunden-Tag auch knapp nicht ausgehen, dass eine entsprechende Kinderbetreuung sichergestellt ist. Man muss, wenn man solche Maßnahmen setzt, und davon bin ich überzeugt, dass wir die brauchen, auch umfassend denken. Das heißt, wir brauchen umfassende Kinderbetreuung. Und ich bitte Sie wirklich, in Zukunft diese Husch-Pusch-Aktionen zu lassen. Sie tun nicht nur dem Vorhaben nichts Gutes, sie tun uns als Parlament nichts Gutes. Und ich glaube, das müsste eigentlich in jedem im Sinn von jedem Einzelnen drin sein, dass wir das besser angehen, dass wir qualitätsvollere Gesetze haben und sinnvolle Gesetze machen. Damit ist der Sache gedient, mit der Art und Weise, wie Sie hier vorgegangen sind, leider keinenfalls. Nicolas Scherak von den NEOS kritisiert erneut die Vorgehensweise der Regierungsparteien im Parlament, die er als Husch-Pusch bezeichnet. Und vor allem das Faktum, dass es keine Begutachtungsfrist für das Gesetz gegeben hat. All das sei dem Projekt Arbeitszeitflexibilisierung, das eine große Mehrheit im Parlament habe, nicht zuträglich. Und am Wort ist Stephanie Cox von der Liste Pilz. Kolleginnen und Kollegen, ich wurde in den letzten Tagen des Öfteren gefragt, ob ich diesem Gesetzentwurf zustimmen werde. Vor allem ehemalige Kolleginnen und Kollegen aus der Jungunternehmerbranche, aus der Start-up-Szene. Und ich kann eines vorwegnehmen. Bevor ich zum Inhaltlichen komme, ich lehne fundamental ab, was hier passiert und wie wir mit diesem Gesetzentwurf umgehen. Das ist ein solch wichtiges Thema und wir haben nicht mal mehr Zeit als 2 Wochen, eine Begutachtungsfrist hier anzusetzen. Liebe Regierung, dieses Thema ist so wichtig. Ist es nicht mehr wert als 2 Wochen, dass wir hier Bürgerinnen und Bürger, dass wir hier Experten mit an Bord nehmen, damit wir dieses wichtige Thema auch und Ihre Meinung mit reinnehmen? Das kann ich einfach nicht einsehen. Und das ist ein Grund, wo ich als Bürgerin hier ins Parlament gekommen bin, um progressive Politik zu machen. Und es ist hier so, dass die Demokratie mit Füßen getreten wird. Das kann es nicht sein bei einem solchen Thema. So, zum Inhaltlichen. Am Großteil meines Arbeitslebens, also ich war großteils meines Arbeitslebens selbstständig und ja, ich weiß, wie es ist, 12 Stunden meinen Job zu machen. Ich weiß auch, wie es ist, 16 Stunden zu arbeiten und das mehrere Tage. Ich habe viele Menschen in meinem Umfeld, Freunde, Bekannte, die mehr als 8 Stunden arbeiten. Vor allem nach außen hin, für junge Menschen sind das oft sehr erfolgreiche Menschen und scheinen sie so. Aber auch hier muss man hinter die Kulisse blicken. Gerade hinter dieser strahlenden Fassade, das sind Menschen, die oft mit Burnout zu kämpfen haben. Das sind Menschen, die sind konfrontiert mit gesundheitlichen Schäden. Und sie sind oft gerade in dieser Arbeitszeit und in der Intensität von sozialen Kontakten isoliert. Und das heißt, diese Selbstausbeutung, die teils in der Start-up-Szene stattfindet, aber auch in der Kreativbranche, im Projektmanagement, das darf nicht unser Benchmark sein. Hier, gerade wenn es um Ausbeutung geht, es wurde des Öfteren schon erwähnt, weil gerade Ausbeutung nicht nur in diesen Bereichen stattfindet, gerade Ausbeutung findet dort statt, wenn man Angst hat um den Arbeitsplatz, wenn man Angst hat um den nächsten Auftrag. Und wenn es darum geht, die Entscheidung über die Arbeitszeit aus Angst heraus zu treffen, das sehe ich nicht als Freiwilligkeit. Das ist nicht Freiwilligkeit, wenn aus Angst heraus solche Entscheidungen getroffen werden. Das ist nicht ein freier Wille und eine freie Entscheidung, Herr Vizekanzler, wie Sie es vorher erwähnt haben. Hier braucht es ausgeglichene Machtverhältnisse. Weil wenn Sie das hier als take it or leave it, was das ist es, take it or leave it, als freien Willen uns verkaufen wollen, dann haben wir ein grundsätzlich anderes Verständnis von einer liberalen Gesellschaft. Und vor allem, wenn man jetzt her sieht, es gab schon ein paar Beispiele, den Straßenarbeiter, die Kellnerin, die Kassiererin, es gibt viele Bereiche, wo ich mir nicht vorstellen kann, wenn eine solche Person mehrmals die Überstunden verweigert und sagt, es geht nicht, aus vielleicht privaten Gründen oder wie Sie gesagt haben, es nicht mal erklären muss. Bei der nächsten Kündigungswelle können Sie mir nicht erklären, dass diese Personen nicht die Ersten sind, die ihren Job verlieren. Weil es werden, wie es in der Praxis oft so ist, dann natürlich die hervorgezogen, die sich dann vielleicht ausbeuten. Natürlich ganz freiwillig. Und da muss man darauf achten, weil in der Praxis schaut es einfach anders aus. Und das müssen wir hier im Parlament auch praxisnah diskutieren.
Und ich möchte hier auch gerade von der Digitalisierungsperspektive, weil die bis jetzt noch nicht in der Intensität diskutiert wurde, wie es ich es mir natürlich wünschen würde, wenn wir von der Zukunft sprechen. Weil gerade die Digitalisierung, die Automatisierung wird Arbeitsplätze verschwinden lassen. Es wird so sein, der Realität müssen wir ins Auge schauen. Aber die Digitalisierung hat auch viele Chancen. Und dem müssen wir auch ins Auge blicken. Aber unser Anspruch in der Politik muss es sein, dass wir den Menschen den Mittelpunkt geben. Dass wir eine Wirtschaftspolitik fahren, wo der Mensch im Mittelpunkt ist. Und die Digitalisierung kann uns hier unterstützen. Nur wir müssen genau dieses zulassen. Wir brauchen hier eine zeitadäquate Arbeitszeitpolitik. Und das ist nicht Arbeitszeitverlängerung. Und wir sollten vor allem darüber nachdenken, wie wir es endlich schaffen, weniger zu arbeiten und vom technologischen Fortschritt profitieren. Das ist ein Gedankengang, der wichtig wäre, wenn wir die Arbeitszeit diskutieren und wie wir in Form von Freizeit und Lebensqualität hier das Wohlbefinden von Menschen steigern können, das sich natürlich wiederum in der Arbeit auch widerspiegelt. Und das muss unser Anspruch sein. Und die Wertschöpfung sollte allen Menschen zugutekommen und nicht nur den einigen wenigen. Und wenn ich schon von diesen einig wenigen spreche, die oft im Wirtschaftssektor natürlich sind, die sprechen sehr oft auch vom lebenslangen Lernen. Ja, lebenslanges Lernen ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn wir von der Digitalisierung sprechen. Wir müssen Menschen darauf vorbereiten, was in Zukunft da auf sie zukommt im Arbeitsfeld, im Privatleben. Und hier müssen wir auch die Zeit geben, dass sie sich weiterbilden. Wie soll man das machen, wenn eine Person schon bei 40 Stunden, man muss ja auch bedenken, Familie, vielleicht hat man einen Pflegefall in der Familie, Kinder. Und ja, sie brauchen Ruhezeiten. Wie sollen sich Personen, die vielleicht nicht Digital Native sind, auf das digitale Zeitalter vorbereiten? Wir müssen hier gerade beim lebenslangen Lernen Zeit dafür einplanen. Und das sehe ich hier überhaupt nicht. Und es wurde schon des Öfteren erwähnt, und ich muss das noch einmal präzisieren. Ganztagsschulen, wir haben über die Verwässerung gesprochen. Ganztagsschulen, es gab vor kurzem die Diskussion, wie investieren wir, wie viel investieren wir. Und hier, wir sprechen über eine Arbeitszeitverlängerung, aber dann verwässern wir die Investition in die Ganztagsschulen. Da ist es wichtig, da müssen wir investieren, genauso wie in die Kinderbetreuung. Und das wurde auch schon des Öfteren erwähnt. Das ist wichtig in dieser Diskussion. Und am Ende geht das, was Sie als Flexibilisierung uns verkaufen wollen, auf Kosten der Gesundheit und der Lebensqualität der Menschen. Und bezahlen werden wir es dafür als Gesellschaft, weil im Endeffekt die Mehrkosten im Gesundheitsbereich werden auf uns zurückfallen. Das ist Realität. Aber da finde ich nichts von dem wider, dass das einfach die Realität sein wird. Genau auf solche Aspekte müssen wir eingehen. Und das ist leider das Gegenteil von dem, was ich unter zukunftsweisender und menschlicher Politik verstehe. Genau die würden wir nämlich im Jahr 2018 brauchen. Was die Regierung als Flexibilisierung verkaufe, gehe auf Kosten der Gesundheit und der Lebensqualität der Menschen, sagt Stephanie Cox von der Liste Bild. Und jetzt ist Bundeskanzler Sebastian Kurz am Wort, an den ja die Anfrage heute gestellt wurde. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, ich darf mich zunächst einmal dafür entschuldigen, dass ich zu Beginn der Sitzung nicht dabei sein konnte. Wir hatten gestern eine sehr lange, aber Gott sei Dank erfolgreiche Sitzung in Brüssel, wo nach sehr langer Diskussion um 4.30 Uhr in der Früh endlich eine Einigung möglich war in Richtung der sogenannten Anlandezentren außerhalb Europas, also der sicheren Schutzzonen, wie wir sie immer bezeichnet haben. Es sollte also in Zukunft möglich werden, dass Menschen, die im Mittelmeer gerettet werden, nicht auf europäisches Territorium gebracht werden, sondern außerhalb Europas gesichert werden, was dazu führt, dass der Zustrom deutlich weniger wird. Ein, glaube ich, großer, wichtiger Schritt. Entschuldige mich aber natürlich dafür, dass es dadurch heute erst einen späteren Sitzungsbeginn gegeben hat und ich daher erst mit einiger Verspätung zu Ihnen kommen konnte. Jetzt aber zur Sondersitzung und zur aktuellen Debatte. Ich glaube, die Debatte ist eine hitzige, obwohl die Veränderung, die hier gerade stattfindet, ja gar nicht eine allzu große ist. Wir
glaube ich, haben weder den Bedarf, hier in Jubelchöre auszubrechen, als wäre das die größte Veränderung und positivste Veränderung der Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten. Noch, glaube ich, ist es sinnvoll, Angst zu machen und Menschen zu verunsichern, ohne dass das eigentlich notwendig ist. Richtig ist vielmehr, dass wir natürlich im 21. Jahrhundert in einer modernen und globalisierten Welt leben, dass sich die Art und Weise, wie wir arbeiten, dass sich auch die Art und Weise, wie wir Freizeit gestalten, dass das Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein ganz anderes ist als in vorigen Jahrhunderten. Und ich glaube, was auch richtig ist, und das gilt es auch festzuhalten, dass wir heute im 21. Jahrhundert in einem globalen Wettbewerb stehen, nicht nur die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern auch die österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehen in diesem Wettbewerb. Und es ist wichtig, dass wir als Österreich uns auch so aufstellen, dass wir wettbewerbsfähig sind. Das ist ja der Grund. Das ist ja der Grund, warum nicht nur die Volkspartei, sondern viele Parteien und politische Bewegungen in diese Richtung schon lange denken. Die NEOS, aber auch Klubobmann Kern mit seinem Plan A sind in diese Richtung gegangen, weil wir wissen, dass es notwendig ist, dass wir wettbewerbsfähig bleiben, wenn wir Arbeitsplätze in Österreich sichern wollen und wenn wir auch unseren Sozialstaat finanzieren wollen. Denn ohne eine ordentliche Wirtschaftsleistung, ohne Menschen, die tagtäglich arbeiten gehen in unserem Land, ohne Wettbewerbsfähigkeit, haben wir auch nicht die Steuereinnahmen, die wir brauchen, um Pensionen zu bezahlen, um unser Gesundheitssystem zu finanzieren und um den Lebensstandard in Österreich so aufrechtzuerhalten, wie wir ihn kennen und schätzen. Und sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ein gewisses Maß an Flexibilität ist nicht nur notwendig für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes, es ist auch in sehr vielen Fällen im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich habe eine wirklich große Zahl an Menschen, mit denen ich im Austausch bin. In der Bevölkerung, vor der Wahl, während des Wahlkampfs, in der Tätigkeit jetzt. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die heute wesentlich individueller und unterschiedlich leben, als das vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Und es gibt sehr viele Menschen, die auch ein Interesse daran haben, dass dieser Individualität Rechnung getragen wird, dass es einfach möglichst flexible Regelungen für sie gibt. Insofern glaube ich, dass es richtig ist, dass dieser Schritt gesetzt wird. Und ich glaube, dass viel der Aufregung wahrscheinlich sich auch beruhigen wird, wenn Sie sehen, dass die gesetzliche Regelung in Kraft tritt und wenn Sie sehen, dass das, was jetzt viele behaupten, so nicht eintritt. Ich möchte daher ganz schnell ein paar Punkte einfach nur inhaltlich festhalten, die, glaube ich, wichtig sind, damit es auch hier nicht zu falschen Interpretationen kommt. Es wird keinen Eingriff in bestehende Kollektivverträge geben. Es wird keinen Eingriff in bestehende Betriebsvereinbarungen geben. Und Sie haben in der Vergangenheit nicht von der 50-Stunden-Woche gesprochen, weil es in der Vergangenheit keine 50-Stunden-Woche gab. Genauso wie es in der Zukunft keine 60-Stunden-Woche geben wird. Sondern wir haben in Österreich eine Normalarbeitszeit von 40 Stunden. Das ist gut so. Das war gestern richtig und gut so. Und das ist morgen richtig und gut so. Und daher wird es auch so bleiben. Wo ich einigen Rednern Recht geben möchte, ist, dass es natürlich oftmals Anregungen gibt, die richtig und sinnvoll sind. Dass es natürlich oftmals auch die Notwendigkeit gibt, Dinge zu präzisieren, damit sie nicht falsch verstanden werden können oder auch nicht absichtlich falsch verstanden werden können. Und insofern darf ich auch Danke sagen an die Klubobleute, die hier tätig sind und die jetzt auch auf die Anregungen, die es gegeben hat, eingegangen sind, die das Gesetz präzisiert haben und hier auch einen dementsprechenden Vorschlag vorgelegt haben, der auch nächste Woche dann hier zur Abstimmung kommen wird. Und in diesem Text
Und in diesem Text, sehr geehrte Damen und Herren, ist festgeschrieben, nicht nur die Freiwilligkeitsgarantie, sondern auch die Wahlfreiheit für Arbeitnehmer. Und das halte ich für entscheidend, dass Sie sich aussuchen können, ob die Überstunde abgegolten wird, also ausbezahlt wird, oder ob Sie sich Zeitausgleich nehmen wollen. Denn auch hier sind die Wünsche höchst unterschiedlich. Es gibt Menschen, die ohnehin sich im Arbeits- und Berufsleben ordentlich belastet fühlen, und auf die muss Rücksicht genommen werden. Es gibt aber auch genauso viele, die jung, fit, kräftig sind, sich etwas aufbauen wollen, vielleicht einen Kredit abbezahlen müssen und die froh sind, wenn sie mehr arbeiten können und auch dementsprechend mehr verdienen. Dass die Gleitzeit unverändert bleibt, ist, glaube ich, bekannt. Ich möchte es aber auch hier noch einmal betonen, damit es auch hier nicht zu Missverständnissen und Unsicherheiten kommt. Erlauben Sie mir vielleicht nur einen letzten Gedanken. Nachdem vorher in der Diskussion die Frage war, wer hat es erfunden? Waren es die NEOS, die Volkspartei oder doch das erste Mal im Plan A von Christian Kern? Ich glaube, es geht nicht darum, wer es erfunden hat. Es geht auch nicht darum, wer es wie lange gefordert hat, sondern es geht darum, dass man manchmal Entscheidungen trifft. Und ich bin froh, wenn es in Österreich ein Parlament gibt, das auch den Mut hat, Entscheidungen zu treffen, auch wenn hitzige Diskussionen stattfinden, weil die Entscheidung aus meiner Sicht eine inhaltlich richtige ist. Und ich bitte Sie alle, egal ob Sozialpartner, Interessensvertreter oder Abgeordnete, solche Diskussionen in unserem Land möglichst sachlich zu führen. Gerade das Argument der Gesundheit, da wäre ich doch sehr vorsichtig. Wir alle wissen, dass die größte Gesundheitsbelastung oft bei Menschen vorhanden ist, die leider Gottes keinen Job in unserem Land finden, die arbeitslos sind. Das sind diejenigen, die oftmals unter der größten gesundheitlichen Belastung leiden. Und wenn wir dem Argument der gesundheitlichen Belastung folgen würden, dann würde ich mich schon fragen, warum gerade bei besonders belasteten Berufsgruppen, wie bei Polizistinnen und Polizisten, bei Ärztinnen und bei Ärzten, bei Pflegekräften oder auch bei Menschen, die im öffentlichen Dienst in anderen Bereichen arbeiten, warum es da schon möglich ist. Auch bei der ÖBB und in anderen Bereichen, in vielen Betrieben. Ich habe sogar dazugelernt, ich wusste es nicht, in Kärnten, in gewissen Bereichen im öffentlichen Dienst ist es heute schon möglich. Insofern machen wir nicht den Fehler, so zu tun, als würde hier etwas eingeführt werden, was notwendig ist, so zu jubeln, als hätte es das noch nie gegeben, weil das ist nicht richtig. Es ist aber auch nicht sinnvoll, Ängste zu schüren, als hätte es sowas noch nie gegeben, denn es gibt viele Berufsgruppen, die davon berichten können, dass es heute schon bei Ihnen Realität ist. Vielen Dank. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz plädiert für eine Abrüstung der Worte, und zwar auf beiden Seiten. Die vorgelegte Gesetzesänderung sei weder Grund für überschwänglichen Jubel noch für Panikmache. Nun ist der Klubobmann Dr. Walter Rosenkranz gemeldet. Damit am Wort als vorerst letzter gemeldeter Redner der Klubobmann der FPÖ, Walter Rosenkranz. Ja, das muss sein, Kolleginnen und Kollegen, weil hier im Parlament jeder sich zu Wort melden kann, der möchte. Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, man sieht hier an der Debatte eines ganz klar, es gibt halt einen Unterschied im Menschenbild. Die einen sehen es eher kollektivistisch und die anderen sehen mehr das Individuum auch mit eigenen Freiheiten. Und nicht jedes Individuum muss unbedingt auch gleich von einer Gewerkschaft mitvereinnahmt werden oder von anderen. Nein, es kann auch durchaus individuelle Regelungen geben, die besser sind als das, was die Gewerkschaft mit jemand vorhat. Das ist halt einmal ein Grundsatz. Ich hätte mir nicht gedacht, dass von all denjenigen, die immer sagen, es muss ein selbstbewusstes Parlament sein, es kann doch nicht so sein, dass alles hier nur als Regierungsvorlage durchgewunken wird, dass hier aus dem Parlament keine Initiativen kommen können und dass ich es erleben musste, wie sogar mit einem Entschließungsantrag seitens der Vereinigten Linken sogar gebettelt wird, dass eine Regierungsvorlage hier ins Haus kommt, dass ich so etwas erleben darf, hätte ich mir nicht gedacht. Ich kann Ihnen aus eigener Anschauung und Wahrnehmung sagen,
Hier haben wir im Parlament verhandelt, August Wöginger und ich, und das Ganze mit einem Berater- und Expertenteam, das tatsächlich auch den Begriff des Expertenteams verdient. Was wir in den letzten Tagen an Experten, Expertinnen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor allem gehört haben, das ist ja wirklich atemberaubend, welche Arbeitsrechtsexperten es hier gegeben hat. Zum Beispiel gibt es da eine Politikwissenschaftlerin, die auf einmal Arbeitsrechtsexpertin wird. Dann gibt es jemand aus der berüchtigten Sektion 8 der Sozialisten in Wien, der wird auf einmal auch Arbeitsrechtsexperte. Ich glaube, bei Ihnen funktioniert das so, da nimmt man sich ein weißes Blatt, nimmt sich einen Kartoffeldruck, schreibt Arbeitsrechtsexperte drauf und fertig ist die Visitenkarte und man kann sich schon dazu äußern. Expertise schaut ein bisschen anders aus. Dann, ganz spannend, stellen Sie sich vor, was es für tolle Umfragen gibt. Das IFES-Institut wurde von der Arbeiterkammer beauftragt, eine Umfrage unter Betriebsräten durchzuführen. Und das ist dann auch etwas gewaltig Repräsentatives für den gesamten Markt der Angestellten und der Arbeiter, die es in diesem Land gibt. Also das ist doch wohl wirklich an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Sie, und das verstehe ich vollkommen, leben in Ihrer Funktionärsblase bei Gewerkschaftsbund und Arbeiterkammer drinnen und Sie sind in der Angst, dass Ihnen die Fälle davonschwimmen. Davon kann wahrscheinlich sogar der Pensionsprivilegienritter der Arbeiterkammer, der Herr Rossmann, ein Lied singen davon. Wenn der Herr Rossmann meint, wir sind, was die Arbeitssituation betrifft, wiederum im 19. Jahrhundert angekommen, dann kann ich Ihnen nur eines sagen, Ihre klassenkämpferischen Töne passen nur mehr ins 19. Jahrhundert drinnen, ins 19. Jahrhundert hinein. Das ist das einzige, weil, und das kann und muss ich Ihnen sagen, die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts sieht anders aus. Die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Angestellten, die in den Unternehmen sind, das sind verantwortungsvolle Partner. Und ich kann Ihnen sagen, ein intelligenter Unternehmer kann es sich mittlerweile gar nicht mehr leisten, mit seinen Angestellten schlecht umzugehen, weil er findet sonst gar keine mehr. Sie brauchen jetzt schon Arbeitskräfte und bekommen sie nicht im Tourismus und in anderen Branchen. Man findet sie nicht. Und wenn man welche finden würde, naja, es sind zwei Anklänge gekommen. Der erste war die Frage der Gesundheit oder der Sicherheit. Man muss ein Gesetz so machen, dass nach Möglichkeit die Arbeitsgerichte nicht befasst werden. Das hört sich schon fast so an, wie wenn die Sozialdemokratie irgendetwas zu reden hätte, man überhaupt keine Arbeitsgerichte mehr brauchen würde. So super würden Sie das alle lesen. Ein kleines Beispiel, Krankenanstaltenverbund in Wien. 12-Stunden-Tag vereinbart und die dort Beschäftigten mussten zum Arbeitsgericht gehen, damit die Zeit des Umkleidens nicht in die Arbeitszeit eingerechnet wird. Dazu muss man im Roten Wien zum Arbeitsgericht gehen, wenn Sie einmal etwas in der Hand haben. So schaut die Realität aus. Und da reden Sie von der Gesundheit. Und wenn noch dazu gefragt wurde, ja, es trifft die jungen Menschen, die finden keine Arbeit dann in Österreich, werden keine bekommen. Ich sage Ihnen, warum junge Menschen in diesem Land oft keine Arbeit finden können. Weil sie durch die letzten Jahre roter Bildungspolitik im Unterrichtsministerium entsprechend schlecht qualifiziert worden sind, dass sie ein Lehrling die Grundrechnungsarten nicht mehr beherrscht, dass sie gar nicht mehr genommen werden können. Das ist die Realität, die sich in Österreich hier abspielt. Sie befeuern mit Ihrer kleinen gewerkschaftlichen Blase alleine den Klassenkampf. Das ist alles nur, der Klassenkampf sieht anders aus. Und wenn Sie sagen, Begutachtungszeit ist zu kurz. Ich sage Ihnen, die echte Begutachtung beginnt am 01.01.2019, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt und die Menschen in diesem Land als die wahren Experten am Arbeitsplatz, ob Unternehmer und Angestellte, erkennen, dass es eine gute, eine richtige, eine zeitgemäße und für den Wirtschaftsstandort Österreich notwendige Lösung ist. So, ich möchte zum Schluss kommen. Was mich sehr interessiert,
Ich habe, wie ich herausgekommen bin, habe ich eines noch nicht gesehen. Der neue Herr ÖGB-Präsident befindet sich ja an sich als Mitglied dieses Hauses hier im Nationalrat. Mich wundert, warum er eigentlich seine großen Töne nur außerhalb des Parlaments von sich gibt und nicht hier ans Rednerpult kommt. Sie haben noch Restredezeit. Kommen Sie, stellen Sie sich, reden Sie. Sagt Walter Rosenkranz. Der Klubobmann der FPÖ und noch eine Wortmeldung gibt es jetzt von Gabriele Heinisch-Hossek, der Frauensprecherin der Sozialdemokraten. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht kehren wir fast am Ende dieser Sitzung doch zu dem zurück, worüber wir heute reden wollen. Es ist, was es ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein Arbeitszeitverlängerungsgesetz, das vorgelegt wird und nichts anderes. Da kann man noch so versuchen, mit Kübeln voller Sand den Menschen diesen in die Augen zu streuen. Da kann man noch so vehement versuchen, wie der Bundeskanzler das gerade gemacht hat, zu sagen, flexibler wollen wir werden. Flexibel sind wir jetzt. Verlängert soll werden in Zukunft. Und das ist das, was Sie vorlegen. Ob Sie jetzt mit einem Abänderungsantrag das ein oder andere hier noch verändern, tut nichts zur Sache. Es sind schwerste Eingriffe in das Arbeitsruhegesetz und es sind schwerste Eingriffe in das Arbeitszeitgesetz. Denn wenn ich einseitig anordnen kann und Nein sagen darf, dann hat die Frau Hartinger-Klein, die Frau Sozialministerin, gesagt, na dann, wenn das nicht klappt, dann sehen wir uns halt vor dem Arbeits- und Sozialgericht wieder. Das ist genau das, was Sie vorhaben, dass die Leute sich vor das Arbeits- und Sozialgericht begeben müssen, wenn sie einmal, zweimal oder vielleicht sogar dreimal sagen, ich kann diese Überstunden nicht machen. Und wenn wir schon in einer modernen Arbeitswelt sind, die wir alle gemeinsam nicht geschaffen haben, sondern die auf uns zugekommen ist, die auf uns zugekommen ist und die wir als Politik in unserer Verantwortung nicht geschafft haben, das Familienleben anzupassen, die Kinderbetreuungssituation anzupassen und das anzupassen, was eigentlich notwendig wäre, damit man überhaupt die Möglichkeit bekommt, hier flexibel oder länger auch zu arbeiten, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, so wie jetzt auch schon, das vereinbart haben, das wollen. Und das, was in Zukunft vorgelegt wird, ist einseitig. Es kann man nicht ablehnen, ohne dass die Gefahr besteht, dass man vielleicht in der Gruppe, in einem Unternehmen nicht so dabei ist, dass man Angst hat, den Arbeitsplatz zu verlieren und deswegen dabei bleibt und dass einfach schlicht nicht danach gefragt wird, wie beispielsweise alleinerziehende Mütter oder Väter das mit ihren Kindern lösen können. Es ist nicht gelöst, wie wir die Kinderbetreuungsplätze ausbauen, schon gar nicht, wie man einen Rechtsanspruch schafft. Denn all das wären Voraussetzungen für eine moderne Arbeitswelt, damit das rundherum auch passt, damit Familienzeit auch gelebt werden kann. Es ist nicht gelöst, wie man umgeht mit Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt, die längere Ruhezeiten benötigen, längere Erholungszeiten benötigen, um hier auch der Arbeit nachgehen zu können überhaupt. Und es ist absolut nicht gelöst, wie Ehrenamt, Freiwilligenarbeit, wenn der 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche kommen, einseitig anordnbar kommen, so wie es dieser Gesetzesentwurf vorsieht, wie die Menschen dann damit umgehen, dass sie noch bei der Feuerwehr sind, in einem anderen Verein oder sich sonst wo betätigen. Nicht zu reden davon, dass wir wissen, dass Väter und Mütter gerne auch qualitätsvolle Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen, dass wir wissen, dass ganz viele Kinder in diesem Land die Eltern brauchen beim Lernen, die Eltern brauchen, die ihnen hier zur Seite stehen. Und wenn hier die Ganztagsschulen bis 2032 erst ausgebaut werden, wenn nicht die Möglichkeit besteht, dass Eltern wählen können überhaupt. Sie reden immer von der großartigen Wahlfreiheit. Die kann ich nur haben, wenn ich die Wahl habe. Und der einseitig anordnbare 12-Stunden-Tag wird das nicht lösen. Es ist ein Arbeitszeitverlängerungsgesetz. Es ist ein schwerwiegender Eingriff in die Arbeitsruhezeiten. Und ich denke mir, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Bundeskanzler, wenn Sie wirklich Ihre Verantwortung übernehmen sollten, dann bitte gehen Sie nicht nur auf Society-Veranstaltungen, sondern gehen Sie in Betriebe und schauen Sie darauf, wie die Leute dort arbeiten. Eine klare Maßnahme zur Arbeitszeitverlängerung, nicht Flexibilisierung, sieht Gabriele Heinisch-Hossek von der SPÖ trotz aller gegenteiliger Beteuerungen der Regierungsparteien. Und ja, noch ein Redner hat sich
angemeldet, und zwar Karl Nehammer von der ÖVP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, die Damen und Herren zu Hause werden es nicht gehört haben, die SPÖ hat mich gebeten, besonders laut und deutlich zu sprechen. Ich werde mein Bestes geben, aber dennoch versuchen, den Rahmen nicht zu überziehen. Das, was wir heute erlebt haben in dieser Diskussion, ist das, was sich leider fortsetzt. Und ich möchte es ein wenig differenzieren. Wir haben auf der einen Seite eine Opposition, die die Flexibilisierung der Arbeitszeit will, aber sagt, es kommt von der Regierung bzw. es kommt von den Abgeordneten dieses Hauses, nämlich von der Koalition, und deswegen können wir nicht zustimmen oder wollen wir noch nicht zustimmen. Dann haben wir eine Opposition, die ihr Angstmotiv weiter fortsetzt. Schon von der letzten Sitzung her. Die SPÖ predigt die Angst und argumentiert aus der Angst. Und auch die ganze Sitzung hat jetzt nichts genutzt. Die SPÖ glaubt uns nicht die Freiwilligkeit. Die SPÖ glaubt uns nicht, dass die Überstunden auch bezahlt werden, die angeordnet sind. Die SPÖ glaubt uns nicht die Flexibilisierung und die Viertageswoche. Aber wissen Sie, was das Schöne ist, meine sehr geehrten Damen und Herren? Das gelebte Leben der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wird es zeigen. Wir werden zeigen, dass es wichtig ist, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die den Menschen nahe kommen, wo sie sie brauchen, in der Flexibilität, und den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern die Möglichkeit gibt, Arbeitsplätze zu schaffen oder zumindest zu sichern. Das muss auch in Ihrem Interesse liegen. Und ich ersuche Sie daher. Springen Sie über Ihren Schatten. Der Beppo Muchic hat es heute vorgezeigt. Nicht inhaltlich. Aber ich habe ein Bild von Beppo Muchic gesehen. Ich habe ein Bild von Beppo gesehen und er weiß es, deswegen lacht er auch schon, weil wir beide kennen uns aus vielen Gesprächen davor. Da ist er bei der Gewerkschaftsveranstaltung mit der geballten Faust dagestanden. Und heute hat er zu mir gesagt, was, Karl, wir brauchen keine Faust, wir reden uns zusammen. Und ich halte das Gespräch für das Wesentliche. Ich halte den Rückbau der Aggression für das Wesentliche. Wenn die SPÖ fordert mit Krokodilstränen, dass der Stil im Parlament besser werden soll, dann bitte ich Sie, Herr Klubobmann-Kern, gehen Sie mit Beispiel voran, vergleichen Sie die Regierung nicht mit Besoffenen, reden Sie nicht von der französischen Revolution, die Kinder frisst und in ein Blutbad versunken ist, wenn Sie über Maßnahmen der Regierung bei der Sozialversicherungsreform sprechen. Reden Sie nicht vom Austrofaschismus, wenn es um die Sozialversicherungsreform geht, wenn der Justizsprecher Jarol dem Präsidenten des Nationalrates des Austrofaschismus bezichtigt, dann ist das tatsächlich ein Tiefpunkt der parlamentarischen Kultur. Ich bin froh, dass in den Reihen der SPÖ Menschen sind wie der Beppo Muchic, die verstehen, dass die geballte Faust ins Nichts führt, sondern die ausgestreckte Hand die Zukunft dieses Landes darstellt. Gehen Sie mit uns den Weg der Arbeitszeitgestaltung und denken Sie an die letzte Strophe des Lieds der Arbeit. Am 1. Mai. Die Arbeit, sie bewegt die Welt. Singen die Sozialdemokraten am 1. Mai. Lassen Sie die Arbeit Österreich gestalten. Stimmen Sie dem Gesetz zu. Jetzt hat sich der Herr Klubobmann, Magister Andreas Schieder, gemeldet. Bitte, Herr Klubobmann. Und noch eine spontane Wortmeldung gibt es jetzt von Andreas Schieder, dem Klubobmann der Sozialdemokraten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, willkommen zurück. Sehr geehrte Damen und Herren, der Kollege Nehammer hat mich ein bisschen inspiriert mit seiner tiefsinnigen Rede. Daher muss man noch einmal betonen, der 12-Stunden-Tag ist eine Verlängerung der Arbeitszeit, ist eine Kürzung des Wohlstands, der Ruhe und der Erholung der Menschen in diesem Land. Diese Arbeitszeitverlängerung haben Sie hier durchgepeitscht, ohne Begutachtung, ohne Experten. Uns haben über 100 Expertinnen und Experten, sogar aus dem konservativen Lager, geschrieben, was sie dagegen einzuwenden haben. Und ich sage es nur ganz einfach, Sie haben das getan.
weil Ihre Spender sich das bei Ihnen bestellt haben, beim Konzernkanzler Kurz und beim Arbeitnehmerverräter Strache. Es liegt eine Wortmeldung vor, ich weiß aber jetzt nicht von welchen von Ihnen. Frau Abgeordnete Winzig. Die Fraktionen wollen sich gegenseitig nicht das letzte Wort überlassen und deshalb noch eine Wortmeldung der ÖVP. Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Kollege Voves von der SPÖ hat vor einigen Wochen Ihnen medial ausgerichtet, Sie sind eine Wohlfühlpartei für Funktionäre und weit, weit weg von den Menschen. Sie sind vor allem weit, weit weg von der Arbeitswelt. Denn ich kenne die betriebliche Realität aus unseren zwei Betrieben. Mein Produktionsleiter hat vor 2 Jahren gekündigt, aus dem einen Grund, weil er nicht über 10 Stunden arbeiten durfte. Er hat mir unterstellt, ich vergönne ihm die Überstunden nicht. Das ist die betriebliche Realität, meine Damen und Herren. Und hören Sie bitte mit Ihren Märchen auf. Ja, genau, das wissen Sie genau, was bei uns bezahlt wird. Aber eines möchte ich schon noch sagen. Für wie blöd halten Sie uns Unternehmerinnen und Unternehmer, dass wir uns das nicht durchrechnen? Welcher Unternehmer kann sich jeden Tag 4 Stunden Überstunden leisten? Rechnen können Sie nicht rechnen, aber ich kann Ihnen empfehlen, gehen Sie zum Herrn Professor Daschner, dann wissen Sie, dass sich das gar nicht rechnet und deshalb wird es nicht... Frau Abgeordnete, die Redezeit Ihrer Fraktion ist... So, nun ist niemand mehr zu Wort gemeldet und damit ist die Debatte auch geschlossen. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Holzinger-Vogtenhuber, Kolleginnen und Kollegen. Betreffend wird der 12-Stunden-Arbeitstag tatsächlich freiwillig sein. Machen Sie den Test, lassen Sie die Betroffenen abstimmen. Ich bitte jene Damen und Herren, die dem Entschließungsantrag die Zustimmung geben, um ein Zeichen. Das ist die Minderheit abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Bernhard, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag. Wer stimmt diesen Entschließungsantrag zu? Das ist die Minderheit abgelehnt. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Muchitsch, Holzinger, Vogtenhuber, Kolleginnen und Kollegen, betreffend korrekte demokratiepolitische Vorgangsweise. Wer spricht sich für diesen Entschließungsantrag aus? Das ist die Minderheit abgelehnt. Ich gebe bekannt, dass in der heutigen Sitzung die selbstständigen Anträge 306a bis 307a eingebracht worden sind. Die nächste Sitzung des Nationalrates, die für Mittwoch, den 4. Juli um 9 Uhr in Aussicht genommen ist, wird auf schriftlichen Wege einberufen. Die Sitzung ist geschlossen. Meine Damen und Herren, das war also die heutige Sondersitzung des Nationalrats. Inhaltlich hat es nicht viel Neues zu hören gegeben. Die Fronten sind verhärtet. Nach wie vor loben die Regierungsparteien die neuen Möglichkeiten für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die das neue Arbeitszeitgesetz bieten soll. Und sie betonen außerdem die Freiwilligkeit der zusätzlichen Stunden, die nächste Woche per Abänderungsantrag in das Gesetz eingebracht werden sollen. Liste Pilz und vor allem die größte Oppositionskraft, die SPÖ, stehen auf der anderen Seite und führen Gesundheitsrisiken sowie eine mögliche Ausbeutung von Arbeitnehmern ins Treffen. Und dazwischen stehen die NEOS, die zwar inhaltlich für eine Arbeitszeitflexibilisierung stehen, aber immer wieder die Vorgehensweise der Regierungsfraktionen hier im Parlament kritisieren, vor allem weil es keine wie sonst übliche Begutachtungsfrist für das Gesetz gegeben hat. Weiter geht's nächste Woche. Gleich am Mittwoch und Donnerstag stehen wieder jeweils ab 9 Uhr Plenarsitzungen des Nationalrats am Programm. Das Gesetz, um das es euch heute gegangen ist, wird dann aller Voraussicht nach mit den Stimmen von FPÖ und ÖVP beschlossen werden. Wir auf ORF3 sind auch dann natürlich wieder live dabei. Für heute darf ich mich im Namen des gesamten Teams fürs Zusehen bedanken und wünsche Ihnen noch spannende Fernsehstunden mit dem Programm von ORF3. Auf Wiedersehen.